Ja, dann herzlich willkommen zum Fotocafé Nummer 24. Und heute geht es um das spannende Thema Filmen für Fotografen. Erfahrungsgemäß, viele Fotografen verwenden diese Filmfunktion eigentlich nicht, die aber sehr, sehr toll ist. Und ich habe heute mit dem Robin und mit dem Helmut zwei interessante Gäste, die das aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten werden. Und natürlich hat uns auch Corona fest im Griff. Die Februartermine sind natürlich jetzt verschoben worden. Ich würde euch nur bitten, wir sind gerade dabei, unseren YouTube-Kanal aufzubauen, also YouTube Wiener Fotoschule liken, kommentieren und so weiter, wäre sehr, sehr erwünscht. Und wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, einfach an uns durchgeben, wir werden dann dasselbe machen. Passt. Der Helmut ist quasi von der Fotoseite ins Filmen rübergerutscht oder rübergegangen, und der Robin kommt eher so aus der Filmwelt. Und heute in der Photoshop Challenge wird uns der Oliver zeigen, wie man so Thumbnails für YouTube macht. Ich habe vielleicht noch ein paar kleine Hinweise. Die Rams haben wir verschoben auf 11. März, also werden wir einen nächsten Versuch wagen. Vielleicht klappt es diesmal. Und der Bernhard Brenner hat ein paar Online-Präsentationen. Die sind bei uns auf der Webseite über Benin, Marokko und Madagaskar. Ich habe jetzt einmal vor kurzem eine interessante Anfrage bekommen. Und zwar mir hat jemand geschrieben, was ist Focus Breathing? Und zwar, das ist einfach eine Eigenschaft der Objektive, wenn zum Beispiel die Schärfe verlagert wird von einem Motiv, das näher vorne ist, noch weiter hinten, dann sollte sich eigentlich der Bildausschnitt nicht verändern. Das ist gerade beim Filmen sehr wichtig. Und hochwertige Objektive haben eben dieses Pumpen nicht. Und wenn ihr mal das Focus Breathing lest, dann wisst ihr jetzt endlich auch, was das bedeutet. Da ist noch der Lightroom Online-Fotokurs, habe ich auch noch kurz reingeschrieben. Und ich habe noch ein paar Grundlagenvideos vorbereitet. Wir wollen euch heute nicht sehr mit Technik belasten, aber vielleicht diese Auflösungen sind ganz interessant. Also die 4K-Auflösung, die wir am meisten verwenden, sind die 3840 mal 2160 Pixel. Das wäre sozusagen dieses Full High Definition 4K. Und es gibt auch noch das 4K Cinema, ist aber eher so im Kinobereich gebräuchlich ist. Und Full HD 1029 mal 1080, eigentlich auch noch ein Standard. Blu-ray mit derselben Auflösung. Dann gibt es das HD-Video mit 1280x720, das wäre das kleine HD-Format. Und PAL-Video habe ich eigentlich nur der Vollständigkeit halber hingeschrieben. 720x576, das war der analoge Fernseher. Paul, darf ich dich um was bitten? Ja. Und zwar, ich sehe deinen Bildschirm nur als ganz kleine Ansicht und alle anderen Teilnehmer auch. Na, dann musst du einfach noch machen, einen Doppelklick auf den Bildschirm, bitte. Du musst nur einen Auf Doppelklick deinem Bildschirm, oder wie? auf deiner, ja, bei dir, weil ich habe euch groß geschalten. Du musst bei dir nur einen Doppelklick machen auf den Bildschirm und dann bist du groß. Geht nicht. Dann mit der rechten Maustaste pinnen, dass du einfach, es gibt mit der rechten Maustaste Funktion diesen pinnen. Ah ja, hab's. Danke. Wunderbar. Danke, Und danke. wenn ihr vielleicht jetzt auch schon von den 8K-Videos gehört habt, wie jetzt zum Beispiel die neue EOS R5 kann, da geht es im Prinzip darum, man kann dann sozusagen aus einer Kameraperspektive filmen und verschiedene 4K-Videos rauskroppen. Also bei diesem Interview zum Beispiel, das heißt, ich könnte dann einmal eine Totale machen, plus diese zwei Halbtotalen, wo ich die beiden Sprecherinnen dann auch noch rausnehmen könnte. Wie gesagt, das ist eine Geschichte, die halt kommen wird. Aber 4K ist inzwischen der Standard. Und ich würde schon empfehlen, wenn ihr jetzt Projekte anlegt und wenn es eure Kamera unterstützt, das Ganze dann in 4K zu machen. Ich habe nur ein paar Begrifflichkeiten noch rausgesucht, bevor wir mit dem Helmut beginnen. Man hört so oft von Framerates, von Frameraten. Die werden immer in FPS, das sind also Frames per Second oder Bilder pro Sekunde angegeben. Und man sagt, wenn man 24 Bilder hat hintereinander, dann wird eine flüssige Bewegung sozusagen wahrgenommen. Und das war auch das Standardformat der Kinofilme, diese 24 Bilder pro Sekunde. Und
In Europa sind die ganzen 25, 50, 100 Frames per Second verbreitet und in Amerika haben wir 60, 120 und so weiter. Und das sind sozusagen auch ein bisschen geschuldet an die Frequenz des Stroms, der halt in Amerika 60 Hertz hat und bei uns 50. Und manchmal liest man auch noch zum Beispiel 30i, das wäre Interlaced Halbbilder, oder 30b, das ist progressiv, wobei alle neuen Kameras progressiv aufnehmen und da ist dieses B dann, steht nicht mehr extra dabei. Was jetzt wichtig ist für euch, wenn ihr jetzt ein Projekt macht, dann solltet ihr einfach diese Framerate beibehalten. Also überlegt euch, ob ihr jetzt 25 oder 30 nehmt und ihr solltet bei dem dann auch bleiben. Was man auch oft hört, ist die Bitrate. Das ist sozusagen die Datenübertragungsrate. Wie viel Datenmenge kann pro Zeiteinheit übertragen werden? Und da hört man zum Beispiel 100 Mbit oder bei Netzwerk gibt es sogar das Gigabit. Das heißt, diese Anzahl an Daten kann dann in dieser Zeit durch eine Leitung oder auch aufs Video aufgezeichnet werden. Die Bitrate bei 4K-Videos sind 100 Mbit. Und nur als Vergleich dazu, Blu-ray hat zwischen 35 und 50 Mbit. Wenn ihr euch auch wundert, manche Kameras können dann 100 Bilder pro Sekunde oder 20 Bilder pro Sekunde, das ist für die Zeitlupe. Das heißt, wenn ich in Zeitlupe mehr Bilder pro Sekunde aufnehmen kann, dann kann ich natürlich das Ganze verlangsamen. Klarerweise wird in der Zeitlupe kein Ton aufgezeichnet, weil es würde dann auch die Tonhöhe nicht stimmen. Und was vielleicht auch noch interessant ist, beim Filmen, die Verschlusszeit richtet sich immer nach der Framerate. Das heißt, wenn ich jetzt mit 25 Bildern pro Sekunde filme, habe ich eine 50stel oder 100stel Sekunde. Wenn ich jetzt eine sehr lange Verschlusszeit hätte, eine 15stel, eine 10stel, eine 8stel, dann wären die Bewegungen sehr unschön, das wird richtig Unwucht. Und wenn ich aber die Verschlusszeit zu kurz nehme, dann werden die Bewegungen sehr abgehakt. Ich habe da heuer mal in Madeira an Wasserfall gefilmt im AV-Modus und da war dann irgendwie eine 400stel Sekunde, dann schauen die Wassertropfen aus wie Sternspritzer. Das heißt, das ist eigentlich überhaupt nicht ansehnlich dann. Und aus diesem Grund ist es halt wichtig, bei großer Helligkeit einen Neutral-Dichte-Filter zu verwenden. Und ihr werdet sehen, wenn ihr mal über diese Automatik beim Filmen hinaus seid, dann macht es eigentlich sehr, sehr viel Spaß und man kann dann eigentlich auch entsprechende tolle Ergebnisse erzielen. Wenn ihr jetzt fragt, welche Schnittprogramme gibt es, ich habe da jetzt einmal exemplarisch vier herausgenommen. Das wäre einmal Magix, das Video Deluxe, das ist ein Einsteigermodell, das gerade so bei den Hobbyfotografen und Filmern sehr, sehr verbreitet ist. Es hat wahnsinnig viele Effekte und eine Unmenge an Möglichkeiten, ist nicht sehr stabil. Und wenn man einfach ein bisschen ernsthafter damit schneiden möchte, dann wird man von dem einmal irgendwann wegkommen. Das Adobe Premiere Elements ist sozusagen die kleine Version von Adobe Premiere Pro, das schon recht viel kann. Ist sicher auch ein tolles Einsteigerprogramm. Und Adobe Premiere Pro ist quasi ein Programm, das viele Profis verwenden. Wobei man sagen muss, natürlich mit dem Abo-Modell, das wird nicht so gutiert von vielen, was ich auch verstehe. Und was wir uns jetzt ganz genau anschauen werden, ist das DaVinci Resolve von Blackmagic Design. Das ist eine Gratis-Software, die sehr, sehr mächtig ist und die auch bei vielen professionellen Filmproduktionen verwendet wird. Und die gibt es auch als Kaufversion, kostet 255 Euro. Das ist sehr, sehr günstig. Das ist also, wie gesagt, keine Miete. Und DaVinci kommt eigentlich vom Color Grading, also von der Farbanpassung des Films. Und da waren die immer sozusagen das Maß aller Dinge. Und die haben dann inzwischen auch eine tolle Schnittsoftware um das herum gebaut. Warum gibt Blackmagic Design das so günstig ab? Die haben sehr, sehr viel Hardware im Studiobereich, also in Fernsehstudios. Und diese Geräte passen dann quasi perfekt mit dieser Schnittsoftware. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergedanke, dass man dann die Leute, die schon diese Hardware verwenden, auch dann die entsprechende Software haben. Und die machen auch Videokameras. Das heißt, das ist eine sehr professionelle Firma und da wird es bei uns auch einen Kurs geben.
ich werde auch immer wieder gefragt wegen Musik. Ich habe euch da oben das Dokument verlinkt, das PDF, und es gibt eben so verschiedenste Musikverlage, zum Beispiel Epidemic Sound, das ist eine amerikanische Plattform, und da zahlt man so circa 10 Euro pro Monat und kann dort unlimitiert Filme, also Musik herunterladen. Dann Artlist kommt aus Schweden, ist ein ähnliches Modell. Envato, da zahlt man 14 Euro im Monat und da kann man zum Beispiel Adobe Premiere Vorlagen herunterladen, also Trailer, fertige Filme, die man nur mehr bestücken muss mit eigenem Material. Und die haben also Grafiken, das ist unglaublich, was da angeboten wird im Abo-Modell. Dann MusicFox ist ein deutscher Anbieter, die ja sehr gute Musik haben. Und dann gibt es zum Beispiel Soundtaxi. Man kann auch bei YouTube Musik nehmen. Und bei AudioHub, das ist eine Plattform, wo man auch gratis Musik bekommt. Man muss immer nur ganz genau aufpassen, wenn man die Musik verwendet, dass man dann die Rechte entsprechend anführt. Also man darf das auf keinen Fall vergessen, weil ansonsten kann man da gröbere Probleme bekommen. Und speziell, wenn man jetzt Auftragsfilme macht und die weitergibt. Was nämlich interessant ist, diese ganzen Plattformen sind sozusagen mit YouTube verlinkt. Und wenn ich habe jetzt dieses Envato-Abo, wenn ich da Musik runterlade, dann fülle ich sozusagen so ein Registrierungsformular aus und YouTube weiß dann, dass diese Musik sozusagen, dass die Rechte geklärt sind und das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe unten noch So geht YouTube, da habe ich heute noch geschwind einen Link gefunden von einem jungen YouTuber, der hat auch noch ganz viele Sachen punkto Musik geschrieben. Da müsst ihr euch einfach einmal ein bisschen herumschauen. Gut, soweit zur kurzen Einleitung. Jetzt freue ich mich besonders auf den Helmut Mitter. Den Helmut kenne ich schon sehr lange. Der war Canon CPS-Betreiber viele Jahre und haben wir auch schon sehr oft zusammengearbeitet. Und der Helmut hat mich dann vor Weihnachten einmal angerufen und hat gesagt, du weißt, ich würde bei euch gerne was machen. Lieber Helmut, schalte einmal rein. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo, grüß euch. Ich mache dich einmal groß. Könntest du noch mal einen Bildschirm freigeben, damit ich, oder? Ja, selbstverständlich. Damit ich Internetseite zeigen kann. Ja, warte, das habe ich noch. Ja, bitte, du kannst schon. Geht schon. Dann hole ich mir noch die, ups, wo ist es? Safari, da. So, sieht mich jeder, hört mich jeder? Ja. Passt? Ja, ja. Passt. Okay. Ja, danke mal für die Einladung, dabei zu sein heute. Der Karl hat mir gebeten, ein bisschen was über meine Arbeit zu erzählen oder wie ich zum Filmen gekommen bin. Also kurz ein bisschen was zu meinem Background. Ich bin halt ein gelernter Fotograf, habe in den 80er Jahren die Grafische besucht, habe mich dann auch gleich selbstständig gemacht, war dann 7 Jahre als Fotograf selbstständig, war dann 15 Jahre unselbstständig tätig, davon 13 Jahre bei Canon, im Marketing tätig als Produktmanager und habe mich dann 2009 wieder selbstständig gemacht mit der Fotografierei und habe einen ziemlichen Bauchladen von Architektur, Industrie, Essen. Also das ist jetzt da eher ein paar Bilder. Sieht man das alles? Ja, sieht man sehr gut. Ja, sieht man sehr gut. Und dann ist nach einiger Zeit ist das Filmen noch dazu gekommen, weil ja wahrscheinlich wie viele andere auch sich gedacht haben, die Kameras können nicht nur fotografieren, sondern auch filmen. Film ist ein Thema, das damals ja vor 6 Jahren halt immer mehr gekommen ist. Dann haben wir gedacht, naja, ob das was für mich ist, ich kenne mich mit dem Thema überhaupt nicht aus. Ich kann weder Geschichten erzählen, ich kenne mich technisch nicht aus. Was soll ich machen? Ja? So, dann bin ich über einen Workshop gestolpert in Deutschland beim Gero Brilleur, der so Einsteiger-Workshops gemacht hat, so 3-Tages-Workshops. Und haben wir gedacht, ja, den kenne ich oder den habe ich zufällig einmal kennengelernt bei einer Canon Roadshow in Deutschland. Und dann bin ich dorthin gefahren oder habe ich einmal angemeldet und habe dieses 3-Tages-Workshop gemacht, um einmal zu sehen, ob das überhaupt was für mich ist. Ja. Weil wenn man halt aus der Fotografie kommt, also mit Still Pictures, also mit unbewegten Bildern zu tun hat, dann ist das mit dem Video, ja, also ich habe nie gefilmt, weder Super 8 noch irgendein anderes Format oder dann halt mit Videokameras, das war nie mein Ding. Auch während ich halt dann bei Canon gearbeitet habe, war ich zwar für den Profi-Videobereich zuständig,
aber halt nur im Marketing. Also ich habe mir nicht wirklich viel Fachwissen gehabt, ja. Und haben wir dann dort bei Canon immer Leute reingeholt, die das können, die aus der Branche kommen und das halt auch gut oder ihre Erfahrungen einbringen können und halt also Workshops oder Veranstaltungen oder irgendwelche Vorträge halten. Ja. Aber wie gesagt, das Video war nie mein Thema. Ne? Und dann habe ich eben diesen Workshop gemacht und habe gedacht, ja, gut. Habe dort eben so ein Handwerkszeug mitbekommen, wo uns der Gero Brilleur damals gezeigt hat, boah, alles mögliche, also wirklich von den Basics, was für Speicherkarten verwende ich, dann solche Sachen erklärt hat, wie der Karl gerade, was ein Framerate ist und was eine Belichtungszeit ist und was wie man eine Geschichte aufbaut, was Ton bedeutet, wie man eine Geschichte erzählen kann überhaupt, ja, dass man halt eine Geschichte erzählen kann, indem man halt nur eine Kameraposition hat oder man versucht, das in mehrere Sequenzen aufzulösen und das dann halt im Schnitt schön zusammenzufügen. Ja. Okay, dann habe ich das gemacht. Dann haben wir, also ein Teil dieses Workshops war auch, dass wir eine praktische Übung hatten. Für, glaube ich, 4 Stunden waren wir dann bei einem Bauchtanzstudio in München. Ja. Und der hat das immer so gemacht, dass die haben uns filmen lassen und haben uns eine Geschichte erzählt, ein Interview gegeben und die haben dann dafür im Gegenzug diesen fertigen Film bekommen, der dann entstanden ist. Ne? Okay, da haben wir schon was gelernt. Schon mit Spiegelreflexkameras gefilmt oder wie war da der Einstieg? Das war Spiegelreflex, ja. Das war, weiß nicht, eine iOS 1DX und eine iOS 5D. Mark II habe ich damals gehabt, glaube ich. Und ja, wir haben die Ausrüstung mitgenommen, aber nicht wirklich verwenden können. Also das ist wirklich ein kompletter Einstieg gewesen, weil das ist relativ komplex, also auch von den ganzen Einstellungen der Kamera, um das Verständnis zu kriegen für die Filmerei, das ist als Fotograf ja, komplettes Neuland. Ja. Und dann bin ich zurückgekommen, dann haben wir eben diesen Film geschnitten und produziert und alles fertig gemacht. Ich meine, geschnitten hat es dann eh der Vortragende, wenn man keine Ahnung hat, dann ist das auch unmöglich, ja. Und dann bin ich in Österreich und einer meiner Kunden ist Goodyear, Dunlop Goodyear, die Reifenfirma. Und die Marion Spriegel, die dort fürs Marketing und für die PR zuständig ist, ruft mich halt wieder an. Ein Monat später, nachdem ich den Kurs gemacht habe und sagt, du, wir machen einen Reifentest in Salzburg oben und das wollen wir gern dokumentieren. Das möchten wir fotografieren. Ja, und dann so im Nachsatz sagt sie, wir hätten aber gerne ein Video. Ja, und ich, okay. Hab 5 Sekunden überlegt am Telefon und sie hat gesagt, mach mal. Ja? Also wirklich keine Praxis, null Idee, außer diese PowerPoint-Folie, die ich damals halt mitgekriegt habe bei dem Workshop und was ich halt dort gelernt habe. Ja? Dann bin ich ein bisschen einkaufen gegangen von einem Mikrofon, das auch da oben ist. Also man sieht es vielleicht in einer anderen Einstellung. Nein, nicht ganz. Also da oben ist ein Mikrofon. Kameras, Stative und dergleichen. Bitte? Das ist der Richtmikrofon oben Hänger, damit man die gute Stimme. Ja, Stimme. Das ist ein Shotgun. Ja. Ja. Mikrofon, ja, von Rode. Dadurch, dass die Kameras ja filmen können oder konnten damals und halt ich verschiedenste Brennweiten im Repertoire habe, von 15 mm bis 400, habe ich gesagt, ja, machen wir das. Gut. Dann habe ich mir noch geschwind einen Freund angerufen von mir, der sich schon ein bisschen mit Video beschäftigt hat, also sprich in erster Linie seine Urlaubsvideos geschnitten hat. Also der hat schon ein bisschen Erfahrung gehabt. Ich habe gesagt, du Christian, bist dabei, machst mit, hilfst mir beim Fotografieren und beim Filmen. So, weil allein ist man bei so einer Geschichte komplett allein, also das funktioniert überhaupt nicht. Und dann habe ich ihn gebeten, da mitzukommen und wir sind schon mal raufgefahren. So, und jetzt haben wir dann an diesem Tag, also wir waren zuerst in Salzburg, dann sind wir sogar noch in die Steiermark, nach Graz noch gefahren, weil das Wetter so schlecht war. Also haben einen Location-Wechsel auch an dem Tag noch gehabt. Und ich habe fotografiert und gefilmt. Ja, das war ganz schön eine Challenge. Und ja, hat aber auch funktioniert. Also wir haben einen Film zusammengekracht. Dann hat die Kundin, also die Marion Spriegel von Goodyear, noch gesagt, ja, wir hätten dann sogar so ein Splitscreen, wo man dann sieht, dass was ich, wenn man mit Winterreifen fährt, bei schlechten Verhältnissen, dass der Bremsweg viel kürzer ist und hin und her. Und ich habe wieder gesagt, mach mal, ja, mach mal. Ne? Keine Ahnung. Hast du den Film dann auch geschnitten, oder? Den habe ich dann geschnitten, auch, ja, natürlich. Okay, das heißt, also das war dann ein bisschen ein Monsterprojekt. Naja, Monsterprojekt, man muss fast schneiden, ja. Ja, natürlich. Um das Ganze auch zu verstehen, ja.
Also das habe ich dann auch gelernt, dass das ganz essentiell ist, dass man sich mit der Schneiderei auch beschäftigen muss. Und das haben wir dann gemacht. Und was ich jetzt kurz einsteckt, dann zeige ich euch vielleicht einen Film, der dauert, was ich 2 Minuten oder sowas. Dann seht ihr mal so mein Erstlingswerk, wie das ausgeschaut hat. Ja? Du musst das für ihn okay? Mal kurz freigeben, weil ich habe dir nämlich jetzt erst gepinnt, dass man die besser sieht. Gut. Dann muss ich nochmal freigeben, oder? Ja, du musst nochmal freigeben, bitte. Während der... Ja, genau, funktioniert eh schon. Du könntest schon loslegen. Ja, muss ich noch kurz finden, wo er ist. Ich hoffe, ihr habt dann auch einen Ton. Da. Das war so mein Erstlingswerk vor 6 Jahren. Also ich habe ihn noch immer auf meiner Webseite. Also ich finde ihn noch immer ganz okay. Ja. Und wir haben dann auch die Filmaufnahmen mit den Standbildern gemischt, ja, um ja aus der Idee heraus, um das ein bisschen lebendiger zu machen. Also schauen wir uns den nochmal an. Habt ihr einen Ton? Ja, wunderbar. Ja, wir melden uns heute aus dem Amt Befahrsicherheitszentrum Straßwalk bei Salzburg. Mein Interviewpartner hier ist Ingenieur Andreas Kopf, Reifenentwicklungs- und Technikexperte von Goodyear Österreich. Ingenieur, worum geht es Ihnen heute bei diesem Test der Wandel? Wichtig wäre es, für uns aufzuzeigen, dass die Sommerreifen im Vergleich zu den Winterreifen bei unterschiedlichen Temperaturen auch unterschiedliche Performance an den Tag legen. Es geht also darum, abgefahrene Winterreifen, die als solche nicht mehr tauglich sind, weil sie an die 4 mm nur noch zu viel haben, im Sommer fertig zu bauen. Die Mischungen der Reifen sind jeweils für die richtige Jahreszeit so ausgelegt, dass im Winterreifen in den kälteren Wintermonaten eine bessere Performance bringen. Umgekehrt natürlich Sommer bis Sommerreifen dann ihre Vorteile zur Geltung bringen. Und das liegt daran, dass die Wintermischungen so gestaltet sind, dass sie im kalten Bereich der Wintermonate nicht aushärten, wenn die Temperaturen absinken, sondern trotzdem weich und flexibel bleiben, damit sie einen guten Straßenkontakt ermöglichen, was aber dann umgekehrt bei steigenden Temperaturen dann ins Gegenteil umschlägt. Diese weichen Mischungen reiben dann schneller ab, also höhere Abriebswerte, die sich dann in längere, deutlich längere Blitzwege dann bemerkbar machen. Wir sind jetzt mit der ersten Testreihe hier in Straßwalchen, wo Salzburger Schürfregenwetter und 5 Grad Außen- und Bodentemperatur herrschen. Das heißt, es ist eigentlich ein Umfeld, in dem der Winterreifen noch Vorteile bieten müsste. Ja, sehen wir auch an den Testergebnissen, dass dort der Winterreifen Vorteil ist. Das heißt, du hast da Grafik und da ist eingebaut, wirklich volles Programm, ja, den Film dann entsprechend zu machen. Ich erzähle dann nachher noch ein bisschen was dazu. Was hat die Testreihe hier ergeben? Bei höheren Temperaturen sind die Sommerreifen so weit im Vorteil, dass sie dann sogar über eine Wagenlänge kürzeren Bremsweg haben. Es ist ein teures Risiko sparen, das kann sehr gefährlich sein. Wichtig bei der Reifenfärbung auszulassen. Ja, also das war so mein Erstlingswerk. Also das jetzt ist es gemischt, Standbilder und Videoaufnahmen. Wir haben auch da in Salzburg, also wo wir zuerst waren, ganz ein mieses Wetter gehabt, sind da draußen gestanden mit unseren Regenmänteln, mit Schirm und allem drum und dran und haben dort halt gefilmt, ja, und fotografiert auch immer wieder. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie wir das überhaupt hinbraucht haben in der kurzen Zeit. Aber es ist auch trotzdem was draus geworden, ja. Die einzelnen Aufnahmen da, wo der eine Audi da im Schnee fährt und so, das sind natürlich beigestellt, auch die Grafiken sind beigestellt und die Kundin war dann halt bei uns und wir haben das dann gemeinsam geschnitten. Ja. Das war so der Beginn der ganzen Geschichte und das war aber auch mein Glück irgendwie, dass ich bei der ganzen Filmerei geblieben bin. Ja. Wenn ich diese Anfrage von meinem Kunden nicht bekommen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich das irgendwie ins Schubladel geworfen und hätte wahrscheinlich dann nicht so schnell begonnen oder gar nicht begonnen zu filmen. Ne. Und das war irgendwie mein Glück halt, dass ich da irgendwie engagiert wurde und das halt dann gemacht habe. Aber das heißt, du hast da seitdem seine für die Filmproduktionen auch ein wichtiger Bestandteil von deiner Arbeit? Ja,
Also es ist noch immer der Fotografie-Teil der größere Teil, aber der Bereich Video ist einfach sehr spannender. Also das muss man auch mögen, ja, man muss da irgendwie hineinkommen. Man muss irgendwie auch ein bisschen Blut lecken, dass das irgendwie ganz eine interessante Geschichte ist und Spaß macht, bewegte Bilder zu produzieren, wo man natürlich auch viele, viele Sachen besser transportieren kann als im Foto. Ja. Und das war irgendwie dann der Auslöser, wo ich gesagt habe, ja, jetzt bleiben wir dabei. Ich selber halt auch ziemlicher Technik-Freak und wollte mich natürlich auch mit dem Thema beschäftigen, weil Film ist ja nicht nur Filmen, sondern das ist Zeitraffer, das sind viele andere Faktoren auch, das ist Ton, ja. Und das muss man mal technisch hinkriegen, dass das überhaupt dann so ausschaut, wie das halt dann so, wie man es dann sieht. Ja. Also wenn man irgendwelche Filme sieht, ob das jetzt im Fernsehen ist, ob das irgendwie Werbespots sind, ob das irgendwelche Imagefilme sind, die schaut man sich immer an, aber weiß gar nicht oder hat keine Idee, was eigentlich dahinter steckt. Das ist irrsinnig viel Arbeit und man braucht halt mehr als zwei Hände. Meistens braucht man halt mehrere Leute, die das auch betreuen. Ein Tonmann, einen zweiten Kameramann, einen Assistenten, pipapo. Also es ist viel komplexer als das Fotografieren. Du, weil du gerade was sagst von Standbildern, sind ein paar interessante Fragen vom Chat reinkommen, die würde ich nämlich ganz gerne mit zwischendurch reinnehmen. Und so der Franz hat geschrieben, ja, warum habt ihr Wings Platinum nicht angeführt oder Wings? Was natürlich wir kommen ja auch alle von der Stammbildseite, von der Dia-Show, aber wir haben Wings jetzt nicht explizit als Videoschnittsoftware angeführt, weil da bei Wings einfach essentielle Dinge fehlen. Das ist eine exzellente Software, das ist überhaupt kein Thema. Und man kann natürlich auch damit Videos schneiden und wenn man jetzt einen geringen Videoanteil hat in einer Multimedia-Show, ist natürlich auch das Wings bestens geeignet. Dann hat noch jemand geschrieben, dass man mit Photoshop auch Filme schneiden kann, auch das stimmt. Wenn ihr noch andere Programme habt, wo ihr sagt, sie sind super, könnt ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. Da gibt es natürlich noch viele, viele mehr. Das war nur eine kleine Auswahl, die da dann Final Cut hergerade und dann natürlich iMovie. Aber jetzt hätte ich noch folgende Frage, Helmut. Und zwar, wir haben ja vorher dann auch gesagt, Filme mit der Spiegelreflexkamera, jetzt mit der Systemkamera. Und es gibt ja richtige Filmkameras. Was ist der große Unterschied zwischen einer Spiegelreflexkamera, mit der man filmt, und einer Filmkamera oder einer Spiegellosen? Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen dazu. Ja, naja, für die meisten, die halt aus der Fotografie kommen, ist die Spiegelreflexkamera oder spiegellose System einfach das geeignete, weil das kann beides. Ja. Also braucht man nicht extra Ausrüstung kaufen und dergleichen. Wenn man aber irgendwie sich länger mit diesem Thema auseinandersetzt, mit der ganzen Filmerei und dann auch einmal eine Filmkamera ausprobiert, ja, dann merkt man, dass die wirklich halt wirklich aufs Filmen zugeschnitten sind. Die haben eingebaut eine neutral-dichte Filter drinnen. Sie können auch über 30 Minuten filmen, sollte man das brauchen, falls man irgendwelche längeren Aufzeichnungen hat. Und sie sind einfach für das dauernde Filmen oder für den häufigen Einsatz viel besser geeignet als eine Spiegelreflexkamera. Oder eine Systemkamera. Was wir auch wissen, mittlerweile sind es diese Spiegelreflexkameras oder Systemkameras auch dann dazu neigen, dass sie überhitzen oder heiß werden. Natürlich nur, wenn man es lang verwendet. Im Normalfall, im normalen Einsatz ist das nicht wirklich ein Problem, weil die Kameras ja, oder wenn man filmt, ja in kurzen Sequenzen filmt. Ja. Das sind, was ich einmal 10 Sekunden, einmal 20 Sekunden, einmal 30 Sekunden. Also man kommt eh nie in diesen Bereich, dass sie überhitzen. Ne? Aber es ist halt, sie neigen dazu, dass es das vorkommen kann. Naja, was da vielleicht im Zusammenhang interessant ist, wenn wir das vielleicht ein bisschen historisch betrachten, ich kann mich erinnern, 2003 habe ich ja Dia-Show produziert und da gab es jemanden, der hat also mit zwei Dia-Projektoren projiziert und mit einem Beamer. Das heißt, der hat mit einer Videokamera gefilmt, dann analog fotografiert und hat sozusagen so seine Dia-Show gemacht. Und mit der 5D Mark II, das war dann quasi die Sternstunde des Videos. Das hast du sicher hautnah miterlebt. Und mir kommt ja manchmal vor, das war wahrscheinlich eine Funktion, die man beigepackt hat, wo man sich vielleicht gar nicht sicher war, wie toll das ist. Und so ist es einfach dann fortgeschritten. Und dann haben natürlich auch... Ja, die kleinen, kompakten Kameras konnten das ja schon viel länger, ne? Und die 5D, die 5D Mark II war die erste, die das halt dann auch mit einem großen Sensor konnte. Und dann ist man draufgekommen, dass das eigentlich, also erstens, dass die Kamera ziemlich billig ist, ja, im Verhältnis zu einer professionellen Filmkamera. Und man halt mit dem großen Sensor dann auch diesen cinematischen oder diesen Filmlook
bekommt, ja, dass man halt mit lichtstarken Objektiven filmen kann, also so wie ich jetzt hier, ich habe da eine Canon EOS R am Stativ und man sieht, dass der Hintergrund auch komplett unscharf ist, weil die Blende halt offen ist, ja. Das ist ein Effekt, das ist jetzt nicht irgendwie Computer- oder softwaremäßig gesteuert, sondern das ist echt, ja. Wenn man näher geht oder weiter weg, dann sieht man, dass das ganz gut funktioniert, ja. Auch der Autofokus funktioniert sensationell und dadurch kriegt man diesen Kino-Look. Ja, und das haben wir damals gesehen, dass das super funktioniert. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Und heutzutage filmt man eigentlich nur mit spiegellosen Kameras mehr. Ne? Und das Interessante ist ja auch, dass sie jetzt sozusagen, wenn du dir jetzt ein 50mm kaufst, ein ganz günstiges, jetzt siehst du diesen Look genauso. Und das haben dann viele Leute auch erkannt. Und was halt für die Reisefotografen natürlich das Thema ist und für die Leute, die Diashows machen, die haben quasi die Videokamera immer mit dabei und brauchen kein eigenes Gerät mitnehmen. Und ich glaube, das hat das Ganze auch sozusagen dem Ganzen zur Beliebtheit gebracht und hat einfach so das Ganze in eine gewisse Breite hat man bekommen. Und jetzt natürlich auch noch durch YouTube und diese ganzen Plattformen, wo man seine Videos auch ganz unkompliziert teilen kann, ist natürlich noch einmal einen Schub bekommen. Ja, man darf auch das Mobiltelefon nicht vergessen. Auch mit dem Mobiltelefon absolut. Kann man zwischendurch einmal filmen, wenn es einmal irgendwo gerade einmal eine kurze Sequenz braucht. Nein, man kann halt sozusagen mit vielen Geräten aufnehmen. Es kommt immer, ich glaube, das Wichtigste ist die Idee, dass man irgendwie ein schönes Projekt hat und eine Geschichte erzählen will. Ob man das jetzt mit einer EOS R macht oder mit einer EOS R 5 oder mit einem iPhone oder was auch immer, das ist dann fast nebensächlich. Ich meine, natürlich ist der Qualitätsunterschied und kann ja halt auch bei schlechten Lichtverhältnissen mit einer Kamera, mit einem großen Sensor bessere Ergebnisse erzielen als mit einem Telefon, das ist eh logisch, ja. Wo ich nur ein bisschen warnen möchte oder ein bisschen vielleicht auch die Euphorie ein bisschen bremsen muss, wenn man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, dann muss man sich wirklich ein bisschen ein Basiswissen aneignen, ja. Speziell auch beim Ton, weil was ich gefilmt oder ein paar Aufnahmen sind schneller mal gemacht, aber ein guter Ton zu nehmen, das ist gar nicht so einfach. Also da sollte man sich wirklich davor ein bisschen damit beschäftigen. Kommt immer darauf an, für was man es macht. Wenn man es für sich selber macht und seinen Urlaub oder irgendwelche Erinnerungen festhalten will, dann ist das zweitrangig. Ja. Wenn man das aber so halb professionell oder professionell machen will und damit auch ein Geld verdienen will, dann muss man sich ja wirklich damit beschäftigen. Und wie gesagt, ich lerne noch immer dazu nach 6 Jahren und werde wahrscheinlich immer dazu lernen. Oder es geht, glaube ich, jedem so, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Auch mit der Fotografie ist es ähnlich. Da muss man sich damit beschäftigen. Und es ist die Filmerei doch recht komplex. Aber man kann, was ich mit einem Einstiegsworkshop, Seminar, wie auch immer, kann man mal den Grundstein legen. Und dann muss man aber sehr viel, so nochmal viel selber lernen. Ja. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt auch in der letzten Zeit viel gefilmt. Und gerade der Ton, ich habe mir dann dieses Rode Filmmaker-Kit schon vor einiger Zeit zugelegt. Das ist eine Sender-Empfänger-Kombination. Und die wirklich exzellent funktioniert, also auch mit einem Windschutz, also auch selbst wenn wir waren da am Dachstein oben, wenn der Wind richtig pfeift, das wird abgehalten. Und der Punkt ist eigentlich, dass man den Pegel manuell einstellt und dann funktioniert das eigentlich wirklich wunderbar. Und das Problem ist, wenn ich jetzt einfach ein Mikrofon vielleicht auf der Kamera oben drauf habe, wo da alles eingebaut verwende, dann habe ich jetzt sehr viele Geräusche, die sozusagen in der Umgebung sind, mit dabei. Und ich glaube, da muss man einfach einmal seinen Weg finden. Ich habe jetzt vor kurzem ein kabelgebundenes Mikrofon gefunden mit einem 6 Meter Kabel. Es hat so einen kleinen Vorverstärker einbaut, da sind 4 so ganz kleine Knopfzellen drinnen. Und also das funktioniert exzellent. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, CA-Systeme mal zulegen und das dann gut lernen. Und dann ist das überhaupt kein Problem mehr unter Stress. Es sind eben nicht, bei Filmen ist es nicht nur ein Teil, es ist nicht nur das Mikrofon und nicht nur die Kamera mit einem Objektiv, sondern es sind die ganzen Einzelteile, die man dazu braucht, um einen guten Film zu machen, bis hin zum Schnitt. Ja. Also es ist, wie gesagt, man braucht viel Zeit dazu, um sich da irgendwie ein bisschen einzulernen. Und man braucht auch einen Mut, sich einmal drüber zu trauen, es einmal zu machen. Ja. Aber wie gesagt, da empfehle ich jedem irgendwann einmal so irgendein Workshop oder irgendeinen Fuß in die Tür zu kriegen, ja, und einmal selber zu schauen, ob das überhaupt was für einen ist. Ja. Also ich wüsste einen Workshop. Wenn man von der Fotografie kommt, dann ist das wirklich komplett was anderes. Also ich wüsste einen Workshop bei einem Anbieter, den man
alle kennen, der jetzt im, also nach dem Lockdown wieder über die Bühne gehen wird. Aber spannenderweise, die Fotografen filmen nicht so gerne, aber vielleicht ist es halt da wieder mal ein bisschen Anstoß, dass man da mehr in die Richtung probiert und man kann wirklich tolle Sachen machen, sei es jetzt ein Reisefilm oder ein Kochvideo oder die Tochter, die vielleicht Gitarre spielt, aber man macht da mal, also Motive gibt es ohne Ende und im Lockdown. Aber man muss ja mal eine Geschichte zurechtlegen, also man muss versuchen, eine Geschichte zu erzählen und das ist, ja, und der Rest ist dann halt auch natürlich technische Umsetzung, also man muss ein scharfes Bild zusammenkriegen, man muss einen guten Ton zusammenbringen, man muss verschiedene Perspektiven zusammenbringen, die man dann eben nachher im Schnitt braucht. Also es gibt so eine schöne Regel von einem YouTuber, der Peter Wahlbeck, der sagt, ja, ich fotografiere 100%, davon brauche ich 20. Ja. Also der produziert so viel und da gebe ich ihm vollkommen recht, man braucht riesig viel Material, dass man auch einen Film draus machen kann. Ja, und wenn man zum Beispiel jetzt ein Universum anschaut, da werden hunderte Stunden Material gedreht, genau. Und dann kommen 50 Minuten raus, die es dann endgültig ins Fernsehen schaffen. Das stimmt schon. Gibt es eigentlich noch, was würdest du jetzt unseren Zusehern noch mitgeben, jetzt so, was sagst, was wäre dein persönlicher Tipp, wie man fürs Filmen? Anfangen. Einfach einmal machen. Ja, und einmal schauen, ob das was ist. Und wenn man sagt, okay, das gefällt einem, da hat man ein bisschen Blut gelegt oder das ist was für einen, dann würde ich schauen, dass ich mich halt irgendwie weiterbilde. Wie gesagt, am besten mit einem Workshop, wo man mal anfängt und die Basics in die Hand kriegt und dann einfach weitermachen. Aber das ist, wir zum Beispiel ist nicht gerne in eine Ausrüstung hinein investiert, in tolle Speicherkarten und tolle Kameras und 500.000 Objektive. Aber der Tonbereich, da habe ich zum Beispiel so ein kleines Aufnahmegerät, ja, mit 4 Eingängen. Der Tonbereich wird immer vernachlässigt. Das ist auch so ein Audio-Recorder, der kostet sich, kriegt man zwischen 500.000 Euro und ist man gut dabei. Ja. Ein Mikrofon ist wichtig, dann sind die Kabel wichtig. Es gibt so viele Dinge, aber die weiß man nicht. Ja. Wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, dann kennt man die einfach nicht. Wie du sagst, zuerst die Framerates und die ganze Kameraeinstellung. Was ist ein Log-Format? Was ist ein C-Log, ein Canon-Log-System? Das sind so viele Sachen zu lernen, ja. Wie kann ich die ganzen Kontraste bewältigen, die es beim Aufnehmen gibt? Also, wie gesagt, ich habe das auch in 6 Jahren jetzt gelernt. Das ist auch nicht von heute auf morgen gegangen. Aber es ist machbar, aber man muss es gern machen. Aber ja, anfangen ist das Wichtigste. Genau. Ja, Helmut, dann sage ich mal vielen Dank für deinen tollen Beitrag. Und ich würde jetzt gerne einmal eine Frage in die Runde stellen. Wer mag ein bisschen was zum Thema Filmen sagen, Erfahrungen berichten? Haben wir jemanden, der sich melden mag? Ja, ich kann mich melden. Bitte? Ich kann mich melden. Ja, die macht ja mal groß. Ja, mach mal groß. Warte, jetzt müsstest du mir nur noch geschwind sagen, wer du bist, damit ich dich einfach sehe. Genau, ich bin der Walter Bertig, gehen wir so in C. Warte mal, der Walter, eine Sekunde nur, Walter, bitte. Ja, kein Problem. Du kannst ruhig reden und ich mache dir dann groß, sobald ich da. Ja, passt schon. Wenn ich heute irgendwo hinfahre, fotografieren, einen Bach fotografieren, also so Actionaufnahme von Wasser, da schaue ich schon über, dass ich so kurze Sequenzen habe mit Filmen dann wieder einbaue, wenn so kleine Tiere schon was vielleicht 3 Minuten oder was dauern. Und also, ich tue schon, mit was für einer Software machst du deine Tiershows? Die Tiershows mache ich mit Final Cut. Okay, ja. Ja, ich bin eben da drauf gekommen, dass das eigentlich das beste, also für mich jetzt das beste Programm ist, weil das von links Platinum, das ist lange Zeit nicht gelaufen, weiß nicht, ob es heute auch rennt beim Mac, das kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall. Nein, das läuft am Apple leider nicht, da gibt es keine Apple-Version. Genau, und dann, ich habe mir so ein Windows einmal angeschaut, weil ein Windows-Rechner habe ich auch, aber das ist mir ein Klumpen 4 gekommen, für mich. Und ich habe dann auch das Final Cut da installiert und da habe ich mich sofort auskennt drauf. Und wie spielst du dann die Videos ab? Machst du das am Fernseher dann oder wie schaust du die dann an? Ja, je nachdem. Entweder auf dem Beamer oder auf dem Fernseher oder auf dem Mac. Und da habe ich auch das Glück, dass also beim Final Cut, dass ich nicht rendern muss die ganze Zeit, sondern er rendert das alles im Hintergrund. Und wenn ich mit dem Film fertig bin, dann sage ich ausgeben, für was das ich halt brauche. Und in der Größe, was ich brauche, und das lasse ich dann runter. Kann ich auch umspeichern auf einen USB-Stick
und kann sie mitnehmen. Und das kann ich auch anstecken bei einem Beamer. Also für mich ist das die optimale Software. Ja, das hört sich super an. Wirklich. Ja. Gibt es noch weitere Beiträge? Helmut, ich habe jetzt erst unabsichtlich dir ausblenden und habe aber deinen Videoton weggemacht. Vielleicht gibt es auch noch Fragen an mich, wenn wer hat. Genau, wenn es noch Fragen an Helmut gibt, bitte. Da muss ich den Helmut noch recht geben, weil, wie er gesagt hat, da von Ton, wenn man das erste Video anschaut mit den Goodyear-Reifen da, da merkt man es genau, dass das Mikrofon abgeht. Naja, das Video haben wir, glaube ich, ganz professionell hingekriegt, das ist ganz okay. Für unsere Darsteller kann man nichts machen. Der Goodyear-Techniker war kein Präsentationsmeister, aber ich finde den Ton haben wir ganz gut hingekriegt. Ja, also fürs erste Mal würde ich sagen, auf jeden Fall. Genau, aber man kennt schon, dass der Ton da speziell angeht. Also das ist meine Meinung. Ja. Wunderbar. Ich kann da Erfahrungsberichte beitragen. Der Wolfgang, bitte, warte mal, ich werde dich mal geschwind auf die Bühne holen. Kannst du schon reden, Wolfgang? Ja, also ich habe ein Video von drei verschiedenen Zwecken gemacht. Einmal habe ich Theateraufführungen mitgefilmt. Ja. Mit nur drei Kameras gleichzeitig. Okay. Spielreflexkamera. Und 20 Minuten Laufzeit, was dann die maximale Aufnahmedauer ist, war eigentlich überhaupt kein Problem. Und wenn ich 20 Minuten um war, habe ich einfach einen neuen Check gestartet und dann weitergelaufen. Also in Bezug auf Überhitzung war es eigentlich überhaupt kein Thema. Und dann die drei Kameras in Photoshop von einem Videoprogramm zu schneiden, ich war vielleicht nicht ganz so benutzerfreundlich wie in Premiere oder einem anderen Profi-Programm, aber es ging auch für mich schon ganz gut. Mit was hast du das geschnitten, Wolfgang? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Photoshop. Okay, ja. Also ich glaube, es ist eigentlich kein Problem, eben mehrere Kameras gleichzeitig laufen zu lassen, die halt dann nur einem Video zusammenzuschneiden und zwischen den Kameras halt hin und her zu schneiden. Ganz auch in Photoshop nicht geht, es gibt nur eine Tonspur. Da muss man mal ein bisschen kritzen. Und den anderen Anwendungszweck für die Firma habe ich in Anführungszeichen ein relativ professionelles Video gemacht. Insgesamt 20 Minuten Dauer, wo einerseits eine Geoshow drinnen ist, die ich mit Lightroom erstellt habe, eine Zeitraffer-Sequenz und auch Filmaufnahmen vom Interview, die ich auch mit zwei Kameras gleichzeitig gefilmt habe, wo ich praktisch überkreuz die beiden Interviewpartner aufgenommen habe und eben je nachdem, wer gerade gesprochen hat, eben hin und her geschnitten habe. Und ich habe auch Statements aufgenommen, die halt im Freien aufgenommen wurden. Und eigentlich alles mit dem eingebauten Mikro von der Kamera. Ja, ist kein professioneller Ton, funktioniert aber eigentlich auch ganz gut. Also man kann durchaus eigentlich mit dem Equipment, was man schon in der Tasche hat, mal anfangen und eigentlich schon ganz gute Ergebnisse erzielen. Also ja, da gebe ich da insofern recht, weil einfach die Bildqualität der Kameras einfach wirklich außergewöhnlich ist. Und dann natürlich, Ton und so weiter, kann man es ja noch verbessern. Ja. Ich finde es schon super, wenn du jetzt so einen, sozusagen mit mehreren Kameras den Schnitt im Photoshop machst, da bist du sehr, sehr tüchtig. Ich habe jetzt vor kurzem in Adobe Premiere einfach einmal geschnitten mit Ton und Bild von mehreren Kameras. Und da gibt es einfach Funktionen, wo man das automatisch ausrichten kann. Aber natürlich, das ist im Photoshop halt schwieriger, aber wenn man halt dann mehr schneidet, wird man heute halt dann auch wahrscheinlich einmal irgendwann bei einer anderen Software landen. Wolfgang, vielen Dank für deinen Beitrag. Gell? Was ich vielleicht noch dazu sagen wollte, also weil wir auch in den ersten Videos gesehen haben, in Textüberblendungen und so weiter, ist in Photoshop überhaupt kein Problem, auch animierten Text, teilweise transparent und so weiter. Also im Prinzip eigentlich alles, was man mit Fotos machen kann, kann man eigentlich auch mit Videos machen. Ich habe gesagt, das ist eine Spielerei. Und möglicherweise ein bisschen umständlich mit einem Profi-Programm, aber es geht. Genau, und ich glaube, viele Leute wissen ja gar nicht, dass der Photoshop, dass der auch Videos schneiden kann. Genau. Gut, dann werden wir jetzt einmal ganz kurz, jetzt gehen wir mal
Ich werde das einmal nur kurz mich selber groß pinnen. Karl? Ja. Da vielleicht kannst du am Abschluss noch einen Abschlussfilm zeigen, dass wir ja, bitte, Leute vielleicht ein bisschen motiviert sind. Das dauert eine Minute noch. Ja, kein Problem. Sehr das gerne, sehr gerne. Weil dann das ist eher was Neues. Also das ist relativ neu. Ja, ja, diese Geschichte, die habe ich gemacht. Bitte, frei und geht los. Ja. Das ist eine Geschichte, wo wir ein neues Auto bekommen haben, ein Volvo S90. Das hat ein Freund von mir hat fotografiert, war ein Fotograf. Und ich habe mich da angehängt und hab mitgefilmt. Ja, da habe gefilmt und ist dann eine Zeit lang in der Lade gelegen. Und die haben dann einen jungen Cutter, also einen ehemaligen Schüler von mir, gefragt, ob er das machen würde, weil ich weiß, dass der das gut kann, weil der im Social-Media-Bereich Sachen schneidet. Und das zeige ich ganz kurz her, was da rausgekommen ist. Also, sowas kann man dann machen. Ist gefilmt übrigens mit einer Canon C100 Mark II mit verschiedenen Objektiven und eine Drohne habe ich auch noch verwendet. Ich würde mal sagen, vielen Dank. Also, super. Bitte, gerne. Aber wie gesagt, ich wollte nur dazu sagen, dass das eben auch manchmal wichtig ist, dass man auch andere Leute irgendwie mitarbeiten lässt, die zum Beispiel eben im Schnitt, das hätte ich in 100 Jahren wahrscheinlich nicht zusammengekriegt in der Art, ja. Aber der junge Cutter, der hat das einfach gut im Gefühl gehabt und hat aus dem Material wirklich was gemacht. Ja, ich glaube, man muss nicht einmal alles immer selber machen. Ja, nein, der Schnitt ist, glaube ich, sicher noch eine ganz eigene Sache. Ganz wichtig, ja. Und ein Freund von mir ist im Cutter, der schneidet Dokumentarfilme und das ist ein unglaublicher Aufwand und wenn man dann sieht, wie viele Leute da bei einer Filmproduktion mitarbeiten, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. So, jetzt werde ich mich selbst einmal geschwind groß machen und werde aber den Helmut da wegpinnen. So, weil jetzt erst schon die Frage war, wo man so einen Kurs machen kann, natürlich bei der Wiener Fotoschule. Und zwar, wir haben jetzt einen Kurs, der heißt Filme drehen und schneiden mit dem Robin Weigelt. Das ist nämlich auch schon die Überleitung. Noch ist der Helmut im Bild. Ist der Helmut im Bild. Warte mal, dann müssen wir da nochmal kurz dieses Spotlight-Video. Okay, dann müsst ihr einfach einmal, bei mir ist es... Soll ich das aufdrehen, die Bildschirmfreigabe? Ja, genau, aber den muss ich... Gehen wir das selber nicht. Ich kann das, ich mache das weg. So, jetzt müssen wir groß sein. Genau. Perfekt. Gut, dann würde ich mal den Robin bitten, dass er sie... einblendet. Hallo, grüß euch, servus. Ja, hallo Robin, warte, mach dich gleich mal groß. Ah ja, einige bekannte Gesichter sehe ich da schon, hallo. Die schon bei mir im Kurs mal waren. Ja. Hallo, grüß euch. Hallo. Hallo Robin, grüß dich. Servus. Warte mal Robin, ich bringe dich gerade nicht groß, jetzt muss ich schauen, wo du da bist bei mir. Mach dir das alphabetisch. Ich rede mal, vielleicht tauche ich dann genau, auf, ganz mal. Groß bei dir. Ich schaue jetzt immer, dass ich groß kriege. Jetzt habe ich mir extra die Haare noch raufgeföhnt, damit ich ein bisschen größer wirke. Ja, während ich das da jetzt versuche zu lösen, können wir schon mal ein bisschen plaudern. Ich möchte vielleicht nur ganz mini was vorher sagen. Der Robin ist eigentlich bei der Wiener Fotoschule seit Anfang an als Trainer dabei. So Robin, jetzt bist du in der vollen Größe. Ja, jetzt sehe ich mich auch, wunderschön. Ich war, ja. Eigentlich, seit, also ich habe wieder klar gemacht, unabsichtlich, warte mal. So. Nein, bei mir ist er groß, passt eh. Okay, passt. Und zwar, der Robin ist seit Anfang an bei der Wiener Fotoschule dabei und kennengelernt habe ich den Robin so, er hat mich angerufen und gesagt, du, ich möchte mir jetzt einen Medienserver bauen für Wings Platinum, ich glaube fürs Burgtheater, für Theaterproduktion. Und ich habe gedacht, okay, gut, das ist sehr ambitioniert, schauen wir mal. Und ich glaube, der Robin hat dann zweimal angerufen und hat mir irgendwie ein Video geschickt von der Premiere und das war sehr beeindruckend. Dann habe ich mir gedacht, okay,
Und dann habe ich den Robin gewinnen können, dass er bei uns im Einsteigerkurse macht. Er macht ein Porträtkurse. Und neben seiner Fotografie ist er auch ganz, ganz ein toller Kameramann. Er gestaltet sehr viele Filme. Vielleicht meine erste Frage, Robin, magst du etwas über dich selber ja sagen und dazu diesen Zugang, den du zum Film hast? Ja, gerne. Also so viel kann ich nicht erzählen, weil so alt bin ich noch nicht. Aber ein bisschen was habe ich auch schon erlebt. Ich habe eigentlich am Theater gearbeitet oder dort angefangen, am Burgtheater, und habe dort Regieassistenzen gemacht und immer wieder auch so Videoprojektionen. Also zum Beispiel auf einem Bühnenbild wird ja heutzutage oft auch mit Video gearbeitet und da wird dann auf den Hintergrund zum Beispiel oder auf so Flächen werden Videos abgespielt. Oft auch Live-Videos, die tatsächlich auf der Bühne gerade gefilmt werden, und das Bild wird dann gleichzeitig zum Beispiel irgendwo auf eine Rückwand oder auf ein Tuch, das irgendwo flattert, drauf projiziert und vielleicht noch mit irgendwelchen Effekten. Und das war so ein bisschen meine Aufgabe dort, mit dem Format Video künstlerisch zu spielen und auch gleichzeitig aber auch eine technische Lösung immer zu finden. Wie geht das? Wie kriegt man das Videobild von der Kamera jetzt irgendwie riesengroß am Beamer und dann irgendwo hin projiziert? Und da gab es eben diese Überschneidung mit Karl Füsselberger, der Wings Platinum damals auch schon vertrieben hat, und auch das Burgtheater hat mit dem Programm gearbeitet. Und so kam ich das erste Mal in Berührung mit Wings und mit Videoschnitt und habe eigentlich so angefangen. Und dann hat sich das irgendwie weiterentwickelt. Ich habe gemerkt, oh, Video, das taugt mir, Videoformat und generell Video als Form der Kommunikation. Und dann ist das so weitergegangen. Ich habe Videos erstmal nur so gemacht, aus Spaß. Und dann irgendwann ist es so weitergegangen und es kamen erste Aufträge für Produktvideos, für kleine Werbefilmchen, für Online-Content, also Filme, die online irgendwo laufen, im Internet, auf YouTube, auf Facebook. Und mittlerweile bin ich selbstständig und lebe eigentlich seit knappen 10 Jahren davon, Filme zu machen. Filme im Sinne von Werbefilme, Online-Filme, Image-Filme. Was ich nicht mache, ist Spielfilme, also kein Kinofilm, keine Fernsehfilme im klassischen Sinne. Also bei mir geht es immer um Produkte, um Menschen, um Firmen, Organisationen oder bestimmte Themen, die man mit Video quasi darstellen möchte. Also ich kann mich nur erinnern, Robin, du hast mir erzählt, du hast ja mal eine Zeit lang auch Casting-Videos für Schauspieler gemacht. Das stimmt, und genau. Ich habe in einem Casting-Studio... Am Anfang auch, da kann man dann gut üben, dass der Ton funktioniert, hundertprozentig, oder? Genau. Na, ich habe das Glück, ich habe schon während meiner Schulzeit parallel zur Schule so eine Tontechnik-Ausbildung gemacht und in Tonstudios gearbeitet und kenne mich deswegen mit Mikrofonen ganz gut aus und weiß, wie Ton funktioniert und Musik funktioniert, und konnte das halt in dem ganzen Videothema auch gut mit reinbringen. Und wie der Helmut schon gesagt hat, Video ist deswegen oder finde ich deswegen so spannend, weil man einerseits die Bildebene hat, wie in der Fotografie, da kann man gestalten mit Hintergrund, Vordergrund, Schärfe, Unschärfe, mit Licht und Schatten und Bildaufbau, aber zusätzlich hat man im Video nicht nur ein Bild, sondern man hat 25 Bilder pro Sekunde. Das heißt, man kann auch Bewegung darstellen. Und damit nicht genug, Video ist zum einen Bild und zum anderen aber auch Ton. Und man kann mit Ton so viel machen. Ihr kennt es selbst wahrscheinlich, wenn man Musik hört, das beeinflusst die Stimmung, man kann was Trauriges hören, man kann was Glückliches hören, man kann in ein Konzert gehen, in ein Klassisches. Allein der Toneindruck kann schon so viele Emotionen auslösen. Und wenn man das jetzt auch noch gewusst wie kombiniert mit Bildern, hat man quasi ein doppeltes Erlebnis. Und das ist, finde ich, immer die Herausforderung und das Spannende auch zu schauen, gut, heute filme ich, keine Ahnung, draußen in der Natur und es ist Herbst zum Beispiel, oder wir nehmen jetzt Winterthema her, es ist Winter, wir haben Schneelandschaften, wir haben das Geglitzer vom Schnee, wir haben vielleicht irgendwo ein paar einzelne Tiere, die irgendwie durch den Schnee hoppeln, und das kann man natürlich bildlich sehr schön festhalten, aber auch akustisch kann man das sehr, sehr schön festhalten und untermalen. Und zwar nicht nur mit einer Musik aus dem Internet, sondern man kann auch Geräusche einbauen. Man kann versuchen, dieses Glitzern irgendwo musikalisch auch unterzubringen. Man kann
die Luft, man kann Windgeräusche mit reinbringen. Also diese ganze Tonebene, die macht nochmal so viel mehr aus. Na, und ich glaube ja, dass er einfach jetzt bei der Filmgestaltung oder wenn du jetzt vielleicht einen kurzen Werbefilm drehst, wenn dann einfach die Bilder geschnitten sind im Takt der Musik, dann kommt der Film in den Flow und dann ist es richtig schön anzusehen. Und man merkt ja oft, wenn so eine Bild-Ton-Schere ist, das tut ja richtig weh, wenn man irgendwo einen Film sieht und man merkt dann, die Musik passt so überhaupt nicht. Also auch wenn man da nicht viel über Film weiß, kriegt man es trotzdem mit, dass da jetzt irgendwo ein Problem ist. Genau. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Zugänge zu Film natürlich. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche, genauso wie in der Fotografie. Der eine macht lieber gern Makrofotografie und ist da total gut. Der andere sagt, er macht lieber Landschaften, ganz große Panoramen. Der andere sagt, er macht gern Reisefotografie, ist viel auf Reisen unterwegs oder fotografiert gern Menschen, Porträts. Und so ist es auch im Film ein bisschen. Es gibt unterschiedliche Stile, unterschiedliche Zugänge auch. Ein Dokumentarfilm wird zum Beispiel ganz anders gefilmt als jetzt ein neuer Mode-Werbeclip zum Beispiel. Das heißt, es hat da viel mit der Art, wie ich die Kamera führe natürlich, zu tun. Ob ich ein Stativ verwende und eher ruhige Einstellungen mache, wie bei einer Dokumentation zum Beispiel, oder ob ich wirklich so aus der Hand filme und mit Absicht vielleicht sogar ein bisschen verwackelt und das dann sehr schnell schneide und dadurch im Film eine Dynamik und ein Tempo spürbar wird. Und das ist heutzutage oft, gerade im Internet, wenn es um junge Produkte geht, um Mode, um irgendwas quasi am Puls der Zeit, da versucht man vom Tempo her auch immer viel, viel höher und schneller die Schnitte dann zum Beispiel auch zu machen. Also Robin, ich kann mich erinnern, du filmst ja sehr viel aus der Hand und ich nehme nicht an, dass du ein Gimbal verwendest, aber vielleicht könntest du zum Filmen aus der Hand ein bisschen was sagen, weil viele Leute trauen sich da eigentlich nicht drüber. Und der Running Gag ist ja das 50mm Objektiv von dir, das immer in der Mitte auseinandergefallen ist, das du dann nachher wieder schnell draufgesteckt hast. Also ja, du bist ja da teilweise wirklich sehr unkonventionell unterwegs gewesen. Ja, genau. Also mein Ansatz ist ein bisschen der, es gibt natürlich für alles, was man macht, filmisch, aber fotografisch, gibt es natürlich immer extrem gutes Equipment. Es gibt ganz teures Equipment, es gibt immer was Neueres, immer was Besseres und immer noch was Besseres. Aber ich finde, das viel Wichtigere ist, was man damit macht. Weil Kamera und Technik sind ja nur das Werkzeug für die eigentliche Arbeit, die du machst. Also du kannst noch so gute Tischlerwerkstatt haben und noch so teure Maschinen, wenn du nicht weißt, wie der Stuhl am Ende ausschauen soll, dann bringt dir das auch nichts. Und so sehe ich das auch ein bisschen in der Fotografie oder beim Filmen. Das heißt, ich habe das Equipment, was notwendig ist, und natürlich auch sehr, sehr schöne, teure, gute Sachen, aber vom Prinzip her reicht das, was notwendig ist, das, was ihr sowieso schon habt an Equipment von der Fotografie, und das ist schon mal ein super Ausgangspunkt zum Filmen. Vielleicht vom Prozess her, wie man zum Beispiel das Ganze angeht, wenn man sagt, boah, ich habe bis jetzt nur fotografiert, aber dieses Filmthema wäre für mich auch interessant. Jeder, der eine Fotokamera hat heutzutage, hat ja eigentlich schon eine Filmkamera gleichzeitig auch schon mit in der Hand. Ich kann mich erinnern, ich habe damals angefangen und habe eigentlich fotografiert mit einer 5D Mark II damals, mit einer Fotokamera, und die hatte eben als erstes auch so einen Filmmodus dabei. Und das Schöne war damals, dass man die Kamera genau gleich bedient hat, wie als würde man ein Foto machen. Der einzige Unterschied war, man hat nicht auf Auslösen gedrückt, sondern hinten auf Aufnehmen gedrückt. Und dann hat man statt dem Foto plötzlich ein Video, das so ausschaut wie die Fotos. Auch mit dieser schönen tiefen Unschärfe und mit diesen schönen Farben, die man kennt von der Kamera. Und das war für mich so ein bisschen die Magie, plötzlich viele solche Fotos zu haben oder einen Film, der ausschaut wie eben diese Spiegelreflexfotos. Und mittlerweile filme ich aber mit Sony, weil Canon da ein bisschen langsam war quasi mit den Features. Mittlerweile haben sie wieder aufgeholt und bieten auch wieder super Kameras an mit dieser neuen EOS R5 und R6. Aber ich bin immer noch auf Sony jetzt und filme quasi mit einer Systemkamera. Das ist eine Sony A7S III und die ist sogar noch kleiner als eine Canon-Kamera. Und das, was ihr hier drumherum seht,
da ist noch so ein komischer Rahmen rundherum, ich weiß nicht, wie gut man das hier sieht. Ja, sieht man gut. Ja. Und dieser Rahmen drumherum, der hat folgenden Zweck. Und zwar, wenn ich etwas filme, da kommt dann ganz was Wichtiges noch dazu. Die Kameraeinstellungen, ist alles wie beim Fotografieren, sehr, sehr ähnlich. Aber eins kommt dazu, und zwar die Kameraführung. Beim Fotografieren muss ich nur die Kamera irgendwo hinhalten, drück ab, Foto ist gemacht. Beim Filmen kann ich aber, während ich filme, natürlich die Kamera bewegen, von links nach rechts, von vorn nach hinten und kann quasi einen Schwenk machen, von oben nach unten und so dem Betrachter viel mehr zeigen als nur den immer gleichen Bildausschnitt. Und dieses Bewegen der Kamera muss ich natürlich weich machen, aus der Hand. Dazu muss ich ruhig halten und irgendwie eine schöne, geschmeidige Bewegung machen. Und um diese geschmeidige Bewegung zu machen, muss ich natürlich einerseits schauen, dass ich ruhig bin. Andererseits muss ich aber wahrscheinlich aufs Display schauen und schauen, was ist jetzt tatsächlich auf meinem Video drauf, was ich gerade filme. Und gleichzeitig muss ich mich bewegen. So, da habe ich natürlich dann beim Filmen eine große Verwacklungsgefahr. Das ist schon mal das Erste. Und jemand, der jetzt filmt, der wird halt im Laufe seiner Filmkarriere immer wieder auf ein paar technische Hürden stoßen. Und für jede technische Hürde gibt es natürlich ein Produkt. Und dieses Produkt quasi behebt den einen Mangel dann und bringt aber wieder Zusatzmängel mit sich mit. Also angenommen, ich möchte zum Beispiel jetzt etwas filmen und ich bewege mich. So, dann möchte ich wahrscheinlich, dann reicht es mir früher oder später nicht mehr, das auf diesem kleinen Monitor zu sehen, weil das sehe ich nicht mehr genau, ist es scharf, wie schaut das Bild aus? Und dann ist halt der nächste Schritt, na gut, ich bräuchte vielleicht irgendwie einen größeren Bildschirm. Und da gibt es natürlich dann einen Bildschirm, den man sich da drauf steckt zum Beispiel, also einen größeren Bildschirm, und diesen größeren Bildschirm kann man dann natürlich draufstecken. So, nur um ein bisschen zu zeigen, warum manche Filmkameras so groß dann ausschauen am Ende. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel hier auf meiner Kamera drauf jetzt plötzlich auch noch einen Bildschirm. Super, dann kann ich jetzt schon mal filmen und habe einen größeren Bildschirm. Sehr gut. So, jetzt ist die Kamera aber wegen dem Bildschirm schwerer worden. Das heißt, es ist schon schwieriger, das in der Hand zu halten, und das Ganze ist jetzt nochmal verwackelt, viel leichter, weil es mehr Gewicht hat. Gut. Wie könnte ich dieses Problem jetzt lösen? Für dieses Problem gibt es natürlich auch eine Lösung. Naja, einen zweiten Griff. Das machen wir natürlich. Den zweiten Griff, das war jetzt der falsche. Den steckt man dann auch noch rauf. Wo habe ich ihn liegen? Verlauter Equipment. Ah, da ist er. So, da gibt es einen zweiten Griff. Na, dann machen wir den mal drauf. So, jetzt ist das Ganze schon mal noch größer. Gut, dann denke ich mir, naja, der Ton ist ja auch so ein wichtiges Thema. Und der Ton, klar, die Kamera hat eingebaut ein kleines Mikrofon, ein kleines Mikrofönchen, wenn man so sagen will. Das nimmt den Ton zwar schön auf, aber sobald der Wind geht, kann man das meistens schmeißen. So, jetzt wäre natürlich schön, wenn man da auch noch ein besseres Mikrofon dazu hätte. Ja, da gibt es dann auch wieder sehr viele unterschiedliche Varianten. Zum Beispiel, man nimmt da so ein Ansteckmikrofon. Das ist ein Mikrofon, das ist wie bei einem Moderator oder wie im Fernsehen. Das haltet man einfach so quasi an die Brust mit Richtung zum Mund und spricht da rein. Und das kann man natürlich auch auf die Kamera drauf montieren. So, jetzt schrauben wir das auch noch drauf. Natürlich wird das alles mit Kabeln dann verbunden. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück. So, jetzt sind wir dann schon so groß. So, jetzt irgendwann wird das ganze Ding dann ein bisschen schwer natürlich, weil so viel ist. Und dann kommt natürlich das nächste Ding dazu. Dann denkt man sich, gut, jetzt kann ich mich nicht mehr ruhig bewegen mit dem Ganzen, weil das schwer ist auf Dauer. Okay, dann gibt es ein Gerät, wo man das ganze Zeug dann nochmal draufschraubt. Und dieses Gerät sorgt dann dafür, dass der ganze Kasten, den ich mittlerweile da oben drauf gesteckt habe, dass ich den ruhig bewegen kann. Das nennt sich dann zum Beispiel Gimbal. Das ist so ein elektronisches Gerät mit mehreren Achsen und Motoren, und das gleicht zum Beispiel die Verwacklungen aus. Und so geht das Ganze dann weiter. Dann wird das irgendwann zu schwer, um es in der Hand zu halten. Dann gibt es quasi so einen Rucksack, den man sich umschnallt, um das dann einzuhängen im Rucksack. Also es gibt für jedes technische Problem quasi eine Lösung, und diese Lösung braucht dann wieder eine Lösung. Also so kann man das vielleicht ganz, ganz grob mal zusammenfassen. Was hat sich am Bild selbst geändert und dann der Auflösung und dann der Qualität?
nicht wirklich was. Also es ist dieselbe Kamera immer noch, es ist immer noch derselbe Sensor, der drinnen ist, es ist immer noch dasselbe Objektiv vorne dran. Alles, was sich jetzt nur geändert hat, ist das Zubehör. Ich habe zwar einen besseren Ton, ich kann die Kamera ein bisschen ruhiger jetzt bewegen, aber muss natürlich mit viel mehr Zubehör rechnen. Und da ist mein Ansatz ein bisschen so: Kauft Zubehör und Equipment nur dann, wenn ihr es wirklich braucht. Weil sonst steht ihr plötzlich vor einem Berg an Ausrüstung, den man erstmal in jedem Einzelteil verstehen muss, anwenden muss. Und das Eigentliche, um das es eigentlich geht, nämlich ums Geschichten erzählen und um das Filmen selbst, das finde ich der viel, viel wichtigere Punkt. Und an dem sollte man starten und an dem sollte man ständig seinen Fokus haben. Das heißt, das, was ihr bereits besitzt, eure Kamera, eure Objektive und wer vielleicht hat ein Mikrofon zum Anstecken, der hat eigentlich alles, was man braucht, um spannende Filme zu machen. Und alles, was da jetzt noch dazukommt an Kabeln und externen Sachen, das braucht man nicht, um gute Filme zu machen. Das sind Hilfsmittel, um bestimmte technische Sachen quasi in die Perfektion zu treiben, aber es ist nicht notwendig, um loszulegen und um Sachen zu machen. Robin, ich habe da gerade eine Frage im Chat gesehen, also es lebe die Zubehörindustrie, war das auch nicht. Aber da ist eine Frage von Uwe. Robin, magst du etwas zu den unterschiedlichen Formaten Foto, Video 3:2 versus 16:9 sagen? Ja, wenn wir etwas filmen oder wenn wir den Fernseher aufdrehen, dann sehen wir eigentlich immer ein 16:9 Format. Das ist dieses Breitbildformat. Die meisten Filme, die wir irgendwo anschauen im Internet, auf YouTube oder wenn man die TVTK aufmacht zum Beispiel und die Nachrichten nachschaut oder einen Tatort nochmal anschaut im Internet, das ist alles immer ein 16:9 Format und meistens im Full-HD-Auflösung. Das sind 1920 Pixel in die Länge und 1080 Pixel in die Breite. Das ist so circa ein Drittel oder ein Viertel von der Qualität, die eure Fotos haben. Und dieses Format ist quasi so der Standard. Und jetzt, nachdem viele Leute halt am Handy mittlerweile Videos schauen oder auf Social Media, auf Facebook Videos schauen oder auf Instagram, haben sich ganz, ganz neue Formate auch etabliert. Das heißt, dieses breite 16:9 Format wird ganz oft abgelöst von einem quadratischen Format oder sogar von einem Hochformat. Man sieht ja immer wieder Leute, die irgendwo stehen und Fotos machen im Handy und die machen die Fotos oft nicht so im Querformat, sondern die filmen und fotografieren auch schon im Hochformat. Was eigentlich so wenig Sinn macht, wenn man das so filmhistorisch anschaut. Aber natürlich, die ganze Industrie passt sich dieser Gewohnheit an. Viele Leute sind halt zu faul, so das Video zu drehen zum Filmen, sondern filmen halt so. Und auch der Bildinhalt, also die Videos werden im Internet zum Beispiel oft im Hochformat konsumiert und angeschaut. Gerade auf Social Media Netzwerken hat sich ja etabliert, dass man zum Beispiel auf Facebook oder Instagram nicht von links nach rechts die Bilder anschaut, sondern von oben nach unten. Und wenn man jetzt natürlich von oben nach unten Bilder anschaut, also wenn man da auf Facebook so durchschaut, gibt es hier zum Beispiel, da sehe ich gerade ein Bildchen, das ist im 16:9, das ist quasi im Querformat. So, jetzt ist das aber sehr, sehr klein. Und jetzt stellt euch vor, dieses Bild wäre im Hochformat, dann wäre es so hoch. Ich scroll mal weiter, vielleicht finde ich da ein Foto. Du Robin, das ist ja, glaube ich, interessant, weil es wird ja dann sehr viel zum Beispiel für Instagram gefilmt, wo man entweder wirklich im Hochformat filmt oder das Ganze sehr bildmittig macht, dass man dann quasi einen eigenen Schnitt macht für soziale Medien, richtig, der dann im quadratisch oder halt im Hochformat ist. Ja, genau. Also hier zum Beispiel, jetzt habe ich da weiter gescrollt und plötzlich sehe ich so ein Foto. Inhalt ist jetzt mal komplett egal, es geht einfach nur um, plötzlich ist da ein hohes, großes Foto. Und das ist hoch und groß, weil das eben nicht Querformat ist, sondern weil es Hochformat ist. Und ein Hochformat Foto oder ein Hochformat-Video nimmt einfach mehr Platz auf einem Handybildschirm ein als ein Querformat-Foto. Und natürlich geht es in dieser ganzen Online-Welt immer um möglichst viel Aufmerksamkeit. Wer ist quasi präsenter im Internet? Man möchte sich möglichst
gut, also mit einem Produkt zum Beispiel, möglichst gut in die Köpfe der Zuseher quasi reinbringen. Und da muss man natürlich schauen, dass das Format dementsprechend auf das Handy angepasst ist. Und jetzt gehen viele Firmen halt her, und das merke ich auch bei meinen Kunden, die sagen ja, wir brauchen ein Video zum Beispiel für unsere Webseite und aber auch für Social Media, also für Instagram, für Facebook oder YouTube. Und da macht man das dann so, man macht einen Querformat-Zuschnitt, also 16:9, ganz klassisches Videoformat, und dann macht man daraus aber nochmal eine Alternativvariante für Social Media. Da wird dann einfach das Video genommen, links und rechts abgeschnitten, sodass es quasi ein Quadrat ergibt, oder halt so eng beschnitten, dass es ein Hochformat-Video ergibt. Natürlich ist das Bild, die Bildgestaltung oder der Bildaufbau dann ganz ein anderer. Das heißt, da fehlt dann links total viel und rechts auch die Hälfte vom Bild. Und das Bild ist plötzlich ein Hochformatbild. Und das muss man natürlich beim Filmen und beim Erstellen bei der Kamera schon ein bisschen beachten und mitdenken, dass man das später so zuschneiden kann, dass wirklich ein Objekt im Zentrum steht. Robin, magst du uns da vielleicht ein bisschen was zum Schnitt sagen? Vielleicht hast du ein paar gute Tipps oder so, ein paar grundsätzliche Dinge, weil ich glaube, das ist auch für viele Fotografen interessant, die ja in der Richtung überhaupt keine Erfahrung haben. Mhm. Schnitt ist ähnlich wie Fotonachbearbeiten, muss man sagen. Je öfter man das macht, desto schneller wird man und desto mehr weiß man, was einem gefällt und wie man es macht. Das heißt, wenn jemand gerne Naturfotografie macht und da zum Beispiel immer schon so seine Routine hat und weiß, da hole ich mir die Fotos am rauf, dann öffne ich es in dem Programm, dann tue ich gern den Regler ein bisschen schieben und den Regler und dann schneide ich es gern noch ein bisschen so ran und dann exportiere ich es. Ähnlich ist es auch beim Filmen. Man hat seine Videos, man quasi gestaltet, also sammelt einfach Material und dann im Schnitt gibt man diese Videos hintereinander. Wie man die hintereinander gibt, in welcher Reihenfolge, das ist eben dann dieser Prozess des Geschichtenerzählens. Wenn man zum Beispiel ein Urlaubsvideo machen würde, dann ist das relativ einfach. Oder gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, man sagt, okay, man macht es einfach chronologisch. Zuerst waren wir da, dann sind wir dorthin gefahren, dann sind wir dahin gefahren, dann sind wir dahin gefahren. Oder wenn man sagt, man macht was, ein Naturthema, dann könnte man zum Beispiel als Geschichte machen, einen Nachmittag, keine Ahnung, im Nationalpark Gesäuse. Und dann startet man quasi zu Mittag und bringt Bilder rein und am Ende irgendwann geht die Sonne unter und der Tag ist vorbei. Das heißt, man braucht also einen groben Rahmen und in dem Rahmen kann man sich dann natürlich ein bisschen frei bewegen. Wichtig beim Schnitt ist, finde ich, immer, dass man eine Basis hat, auf der man den Schnitt aufbauen kann. Und das ist bei mir zum Beispiel immer die Musik. Also bevor ich anfange zu schneiden überhaupt, suche ich mir schon im Internet nach Musiken, die ich passend finde, die ich zum Stil, zu dem Bildmaterial passend finde, die ich aber auch für das Gefühl, das ich damit vermitteln möchte, passend finde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für ein Modelabel, also für eine junge Modemarke, ein frisches, junges Video machen will, dann werde ich natürlich keine ruhige, klassische Musik verwenden, sondern wird es irgendwas Elektronisches, Schnelles, Flottes geben. Und dadurch muss ich auch die Schnitte schneller setzen. Das heißt, ich suche mir zuerst eine schnelle elektronische Musik, hole die erstmal in mein Schnittprogramm und spiele sie dort schon mal ab. Und dann habe ich wahrscheinlich schon mal so ein bisschen ein Gefühl, ui, das geht flott dahin, super, das hat ein Beat. Und das versuche ich dann auch im Schnitt umzusetzen. Also die Bildabfolge oder die Schnelligkeit des Schnittes quasi muss ich auch immer mit dem Ton, das muss ich einfach die Hand geben und das muss zusammenpassen. Das ist ein bisschen so der Zugang. Und gerade jemand, der halt viele Naturthemen macht, der hat es da ein bisschen leichter, weil gerade bei Naturthemen hat man, wie soll ich sagen, hat ein bisschen mehr Freiraum. Man kann sich mehr Zeit lassen für die Motive. Man kann das Ganze auch in unterschiedlichen Details zeigen. Und man hat jetzt nicht diesen Social-Media-Aufmerksamkeit, ich muss ein Produkt verkaufen und möglichst schnell und viel zeigen, wie cool das Produkt ist, sondern man kann sich da ein bisschen wirklich auf die Natur und auf die Motive einlassen. Und ich glaube, unsere Fotografen haben ja oft sehr viel Zeit und die sind dann auch wirklich oft an einem schönen Ort und das sollte man dann einfach auch nutzen, um vielleicht einmal filmisch ein Jahr zu begleiten. Aber ich habe jetzt ein paar interessante Fragen im Chat, und zwar der Michael schreibt,
Hast du eine Empfehlung für die Einstellung, wenn ich mit meiner Systemkamera filmen möchte? Zeit, Blende, ISO. Kennt man ja aus der Fotografie. Aber es gibt ja sicher auch wesentliche Parameter zum Filmen. Das wäre zum Beispiel jetzt, das ist, glaube ich, sicher eine interessante Frage für alle. Genau. Das Wichtige oder das Interessante finde ich, genauso wie in der Fotografie, wie auch beim Film, ist eben das Filmen mit offener Blende. Dass man wirklich schön mit der Schärfe spielen kann. Dass man einen Punkt oder eine bestimmte Ebene scharf hat und der Rest im Hintergrund wird schön unscharf. Und dass man auch mit Schärfe Verlagerungen spielen kann. In der Fotografie ist man immer ein bisschen beschränkt auf entweder Vordergrund scharf oder Hintergrund scharf oder beides scharf. Und bei einem Film kann ich aber beides machen. Ich kann zum Beispiel eine Blume filmen und während der Film läuft, geht die Schärfe nach hinten auf die nächste Blume und dann zum Beispiel hinten auf die Bergkette im Hintergrund. Das wäre, wenn ich das fotografieren würde, wären das drei unterschiedliche Fotos. Einmal vorne die Blume scharf, dann die zweite Blume scharf und im dritten Foto nur die Bergkette. Aber ich könnte das nicht verbinden. Ich könnte nicht den Betrachter von vorne nach hinten quasi begleiten mit der Schärfe. Und das ist, finde ich, das Spannende bei beim Filmen, dass das nochmal so ein gelebte Fotografie ist, würde ich mal sagen. Und zu den Einstellungen. Ich würde hier genauso wie beim Fotografieren da rangehen und sagen, ich mache eine offene Blende, keine Ahnung, Blende 1,8 zum Beispiel, habe dann eine Verschlusszeit dazu und einen ISO-Wert. Im Filmen ist nur eines ganz wichtig, und zwar, da versucht man die Verschlusszeit immer auf einem, oder meistens auf einem 50stel zu halten. Das heißt, wenn mein 50stel immer fix eingestellt ist, habe ich eigentlich nur noch die Blende, mit der ich arbeiten und spielen kann, und mein ISO. Und mit diesen zwei Werten kann ich mir dann eben meine Belichtung auswählen. Und wenn ich jetzt aber draußen bin und es ist sehr hell, ich habe Sonnenschein und ich habe meine Blende ganz offen und ich habe als Verschlusszeit nur ein 50stel, weil ich das fürs Filmen so brauche und möchte, dann brauche ich halt einen Graufilter, der mir das Licht schon vor der Kamera ein bisschen blockt. Wichtig ist, wenn man in dunklen Situationen filmt, da ist ISO extrem wichtig, und zwar viel, viel wichtiger als beim Fotografieren. Weil wer mit hohen ISO-Zahlen fotografiert, der kann im Nachhinein im Lightroom zum Beispiel hergehen und sagen, Luminanz, Rauschen reduzieren, und man kann dieses Rauschen relativ gut aus dem Standbild rausfiltern. Wer filmt, der stößt da sehr, sehr viel schneller an seine Grenzen mit hohen ISO-Werten. Und das Rausfiltern im Nachhinein ist nur bedingt möglich und extrem ressourcenaufwendig. Das heißt, wenn man dann 5 Minuten Film hat oder 2 Minuten und man möchte auf das Ganze, auf den ganzen Film zum Beispiel eine Rauschreduzierung drauflegen, dann dauert das 1-2 Stunden, das rauszuspielen. Das heißt, das ist extrem aufwendig und schaut danach nicht wirklich viel besser aus, muss ich sagen. Das heißt, da ist es wichtig, dann eine Kamera zu haben, die extrem extrem rauscharm ist und sehr, sehr hohe ISO-Empfindlichkeit hat. Und das war in meinem Fall eben, waren es diese Sony-Kameras, die da halt einfach unschlagbar sind im Filmbereich mit hohen ISO-Werten. Also ich kann wirklich mit fast keinem Licht schöne Videosequenzen drehen. Ich glaube, so, jetzt kurz auf den Punkt zu bringen, weil das sind die Fragen, die sozusagen auch die Leute immer beschäftigen. Also man kann jetzt als Faustregel sagen, man hat ein 50stel, stellt entsprechende Blende ein, und wenn man dann zum Beispiel, wenn es zu hell ist, dann habe ich einen 16- oder 32-fach Neutral-Dichte-Filter und mit dem kann ich das Ganze ausgleichen. Also, genau, also am praktischsten ist oft ein variabler Filter, weil dann dreht man einfach vorne und es wird heller oder dunkler. Ich sage aber so dazu, man kann trotzdem filmen, man kann auch dieses 50stel erstmal ignorieren und sagen, gut, ich nehme trotzdem ein 1000stel draußen und filme. Das geht trotzdem. Der Grund ist einfach der, warum man dieses 50stel verwendet. Der Grund ist für die Bewegungen. Und zwar, wenn ich mit meiner Hand so winke, dann könnt ihr die Hand eigentlich, während sie sich bewegt, nicht wirklich scharf sehen. Also immer, wenn sie da vorne irgendwo ist, ist sie verschwommen. Das nehmen einfach unsere Augen so wahr. Wenn ihr selber euch bewegt schnell, seht ihr die Hand auch nur scharf, wenn sie sich ganz langsam bewegt und ihr mit den Augen mitgeht. Aber wenn etwas schnell vorbei huscht, ist es verwischt. Und das möchte man beim Filmen natürlich genauso auch aufnehmen, damit das möglichst realistisch ausschaut. Das heißt, deswegen filmt man eben nur mit einem 50stel, weil beim 50stel wird dieses Winken auch verschwommen sein, die Bewegung. Und dadurch wirkt das halt im Film natürlich für den Zuschauer.
Wenn man jetzt mit einem Tausendstel filmen würde, dann hätte man die Hand an wirklich jedem Einzelbild total scharf und dadurch wirkt es nicht so flüssig und so harmonisch. Das heißt, ich sage mal so, es gibt diese Regel natürlich, aber man kann diese Regel natürlich auch brechen, vor allem wenn man nicht viel mit Bewegungen arbeitet, sondern wenn man echt nur sagt, meine Kamera steht am Stativ, ich mache Filme draußen in der Natur, ich filme Pflanzen, Blumen, ich mache Panoramas, ich vielleicht ein Vogel, der vorbeischwirrt. Einem Laien fällt das nicht auf, ob das jetzt mit einem 50stel gemacht worden ist oder halt, weil es so hell war, doch mit einem 1000stel. Also ich sage mal so, das ist keine Pflicht und das Video ist nicht kaputt oder dadurch halt schier. Es ist nur dieses Detail, was die Bewegung halt nicht so ganz, ganz flüssig erscheinen lässt. Sagen wir so. Also keine Angst da, etwas nicht zu beachten. Das Video kann trotzdem super emotional und schön sein. Ich glaube, man muss einfach nur aufpassen, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Interview oder sowas mache, dass dann nicht die Mimik unter Umständen nicht passt. Aber so wie du sagst, Robin, einfach probieren und dann wird man ein tolles Video bekommen. Vielleicht zum Schluss noch, wo kriegst du deine Musik her? Es gibt unterschiedliche Webseiten. Ich kaufe eigentlich Musik immer, also mit Lizenzen, damit einfach die rechte Frage geklärt ist und das alles schriftlich ist. Es gibt zum Beispiel zwei Seiten, die eine ist sehr günstig, das ist audiojungle.net, also Audiodschungel auf Englisch, audiojungle.net. Da gibt es hunderttausende Musiken, ich glaube ab 9 Euro oder ab 10 Euro. Und dann kann man diese Musik immer für ein Video verwenden und das Video kann man auf YouTube laden, auf Facebook laden, wo auch immer. Und man kann die Musik nicht dann für ein anderes Video auch noch verwenden, das geht nicht. Aber damit ist man auf jeden Fall, wie gesagt, mit knappen 20 Euro oder billiger sogar, je nach Länge und Anbieter, dabei und kann das verwenden. Und dann gibt es noch eine zweite Seite, die nennt sich zum Beispiel Artlist, das hast du eh schon gesagt, artlist.io, ähnliche Seite, das ist ein bisschen teurer, glaube ich. Und dann gibt es noch eine Seite, premiumbeat.com. premiumbeat.com. Ich glaube, da geht es ab 60 Euro los pro Lizenz oder ab 59 Euro. Da ist nochmal eine engere Auswahl, das heißt, das ist ein bisschen vorkuratiert, ein bisschen vorausgewählt von einer Redaktion. Das heißt, da hat man noch ein bisschen höherwertigere Sachen und weniger günstige Sachen. Nur dafür ist alles halt ziemlich, ziemlich schön. Ein Tipp vielleicht noch von mir, wenn ihr selbstständig anfangt zu filmen und sagt, das nächste Mal drücke ich mal auf Record statt auf Auslösen. Um Geschichten zu erzählen, oder Geschichten erzählt man am besten über Details. Das heißt, wenn ihr irgendwo steht vor einer schönen Landschaft, es reicht für den Film nicht, einfach nur das Gesamte zu zeigen, sondern man braucht immer mehrere Einstellungen, um das erfassbar zu machen für den Zuschauer. Wenn man immer nur das Gesamte zeigt, wird es schnell langweilig für den Zuschauer. Interessant sind eben die Ausschnitte oder Details in dem großen Ganzen. Das heißt, wenn ihr irgendwo steht, atemberaubender, keine Ahnung, Sonnenaufgang, Naturkulisse und ihr filmt einfach mit einem Weitwinkelobjektiv das Ganze, wird es halt nach 5 Sekunden anschauen vom Video Fahrt. Und dann muss man dem Zuschauer was anderes zeigen. So, jetzt könnte man halt dann später wieder was Großes zeigen. Ist nicht wirklich spannend, sondern spannend ist immer die Abwechslung zwischen ganz nah dran sein und wieder weiter weg sein. Ganz nah dran sein, so halb weit weg sein. Das heißt, wenn ihr vor dieser Kulisse steht, schaut, ob ihr irgendwo was Nettes, Kleines findet, das ihr im Makroformat halt im Detail aufnehmen könnt. Das heißt, es könnte ein Blümchen sein, wo zum Beispiel Tautropfen drauf sind. Das könnte ein Büschel sein an irgendwelchen lustigen Gräsern. Das könnte eine Struktur sein im Schnee oder ein Fußabdruck von einem Tier. Das heißt, versucht diese Szene mit Details und Ausschnitten zu filmen, weil dann habt ihr im Schnitt eben die Möglichkeit, schön diesen Ort zu etablieren und vorzustellen oder zu zeigen, indem ihr Ausschnitte zeigt, bevor ihr das große Ganze zeigt. Und so ist der Zuschauer quasi gefesselt und interessiert, aha, da ist ein Hasenabdruck im Schnee. Wo sind wir denn da? Sehe ich jetzt gleich einen Hasen? Dann sieht man plötzlich so ein Tautröpfchen auf einer Blume und später vielleicht die Sonne, die irgendwo reinstrahlt und dann erst sieht man, aha, wir sind irgendwo anscheinend
auf einem Berg oben und das ist gerade ein wahnsinnig schöner Sonnenaufgang. Das heißt, die Details machen eigentlich die Geschichte und die Emotionen aus. Und das finde ich fürs Fotografieren interessant und fürs Filmen umso interessanter und wichtiger. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage aus dem Chat. Und zwar, der Uwe schreibt noch einmal, Robin, sag bitte noch etwas zur B-Roll. Mhm. Uwe, wie meinst du B-Roll? In welchem Zusammenhang? Und zwar die B-Roll, das ist, was dem immer da die Einblendung sozusagen, also weil es gibt diese Schnitttechnik, wo quasi unten läuft der Hauptfilm durch und dann gibt es sozusagen die in Wahrheit wäre eigentlich die B-Roll, das wären eigentlich die Einblendungen, die Details, das, was du jetzt eigentlich erklärt hast. Das ist die B-Roll. Also es gibt hinten quasi den Film, der durchläuft, wo die Haupthandlung stattfindet und dann gibt es quasi sozusagen die Einblender und das ist die B-Roll. Meinst du das? Weil es gibt nämlich unterschiedliche Arten von B-Roll-Sachen. Okay, wie das der Uwe genau, aber der Uwe schreibt gut gerade erklärt, danke. Aha, mir ist noch nicht so ganz klar, wie du das meinst. Du meinst, dass parallel zwei Videos laufen, einmal der Hauptfilm und... Der Uwe hat nur gesagt, schreib bitte noch, also sag noch etwas zur B-Roll. Wer hat leider nicht geschrieben? Also das war die Frage. Okay, ich verstehe es leider nicht ganz genau, was gemeint ist. Darf ich dazu sagen, vielleicht dazu? Ja, sehr gerne. Also die B-Roll ist ja so generell, sind einfach die schönen Bilder, die man dann zusätzlich zu den Erklärungen oder zu dem, was man halt zeigt, hat noch macht. Also die schönen Bilder, die dann noch dazukommen. So wie es du erklärt hast. Ich glaube, das ist genau das, was du vorher erzählt hast. Also was da gibt es halt, also mit B-Roll kann man wirklich, wirklich, also wenn man sich damit beschäftigt, kann man da wirklich sehr schöne Filme draus machen. Wenn man eben nicht nur Hard Facts zeigt oder halt eine Geschichte erzählt, sondern zusätzlich dann auch schöne Bilder macht. Das ist klassische B-Roll-Geschichte. Ich glaube, das hat also, jetzt hat der Uwe eh noch dazu geschrieben, als Verbindung zu den Szenen. Genau. Also ja. Mit B-Roll, bei mir ist es so, ich filme einfach sehr, sehr viel Material vor Ort und suche mir eben, wenn du so nennen magst, eben diese B-Roll-Szenen. Also ich schaue, okay, wo bin ich? Was möchte ich zeigen? Aha, ich möchte hier diesen Ort, weil das sehr schön ist, darstellen. Und dann suche ich mir eben diese Details raus und aber gleichzeitig auch das große Ganze. Genauso ist es zum Beispiel, wenn man Interviews führt mit Menschen, die zu einem Thema etwas zu erzählen haben, die zum Beispiel man macht ein Interview über einen guten Freund, der erzählt ein bisschen über eine Reise oder über sein Leben und der ist viel gesegelt und erzählt von seinen Segelreisen. Und man spricht in die Kamera und das Interview dauert, weiß nicht, 10 Minuten. Für den Zuschauer wird es, auch wenn die Geschichten noch so interessant sind, die erzählt, für den Zuschauer wird es visuell schnell mal langweilig, weil sie immer nur dasselbe sehen. Deswegen ist es wichtig, dass man, wie du es hier nennst, B-Roll zum Beispiel, reinbringt. Das heißt einfach Schnittbilder, Bilder, die man drüberlegen kann, die thematisch schön passen und visuell einfach eine Abwechslung bringen. Das heißt, wenn ich bei diesem besagten Freund wäre und wir würden das Interview machen und der erzählt vom Segeln und seiner Zeit damals auf hoher See, dann würde ich schauen, welche Details finde ich denn zum Beispiel in seiner Wohnung, die ihn beschreiben. Vielleicht hat er irgendwo ein kleines Schifferl auf einem Regal stehen, vielleicht hat er irgendwo eine Medaille von irgendeiner Segelregatta, vielleicht hat er irgendwo ein Bild aufgestellt mit seinem Team, vielleicht hat er irgendwo einen Seglerknoten oder wie das heißt, an der Wand hängen. Und diese Details filme ich dann auch ab, um das dann, während er spricht und erzählt über seine Segelturns, die einfach einzublenden. Einmal sieht man diesen Knoten, einmal sieht man ein Erinnerungsfoto und das bringt quasi die Abwechslung rein und macht es für den Zuschauer nicht nur akustisch interessant, sondern auch visuell interessant. So, jetzt schaue ich noch kurz, der Thomas schreibt auch was rein, Premium Beat, Musiktitel, genau, ist nochmal reinkopiert. Wie angesprochen, super. Wir machen im März, Karl, glaube ich, machen wir einen zweitägigen Film-Einsteigerkurs, genau, wo es genau um diese Themen geht. Wie kann man es hier schon habt, was man, also mit Fotokamera, Objektiven und vielleicht ein Mikrofon, ist aber nicht zwingend notwendig fürs Erste, wie kann man damit filmen, was muss man da genau einstellen und was ist zu beachten von den Formaten her? Das ist der erste Tag, wir gehen ein bisschen rum, ich bringe Equipment mit, zeige euch, wie man das Ganze dran steckt, was Sinn macht, wo man sparen kann, was überhaupt nicht notwendig ist, wie man vielleicht auch ein bisschen improvisieren kann. Das finde ich ist auch in dem Thema ganz, ganz wichtig. Und am zweiten Tag schneiden wir dann das Video, was wir am Vortag gefilmt haben.
Das heißt, da lernt ihr dann die Oberfläche kennen von DaVinci Resolve und da schneiden wir dann die Videos aneinander, legen vielleicht eine Musik drunter, machen vielleicht eine Titeleinblendung und ein schönes Ende und spielen das dann als fertiges Video raus. Und dieses fertige Video kann man dann zum Beispiel ins Internet hochladen, man könnte es per E-Mail verschicken, beziehungsweise am USB-Stick kopieren, in den Fernseher reinstecken, am Fernseher anschauen. Also da gibt es dann alle verschiedenen Möglichkeiten, das Ding weiterzugeben. Man kann es auch über WhatsApp verschicken, an Freunde, wie auch immer. Ja, Robin, vielen Dank für den wirklich sehr interessanten Einblick in deine Arbeit. Und wir werden uns sowieso um dieses Thema DaVinci Resolve jetzt in der nächsten Zeit annehmen und werden da wahrscheinlich auch noch mehrere Kurse anbieten. Das wollen wir vielleicht so ein bisschen fortführen, weil uns das ein sehr sinnvolles Programm erscheint, das also sehr, das sehr professionell ist und nachdem es kostenlos ist und wer möchte, kann sich ja diese Kaufversion zulegen, aber finde ich wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Robin, vielen Dank und ich freue mich schon, wenn wir uns noch kommen, endlich wieder mal nicht nur virtuell sehen. Gut, dann würde ich den Oliver bitten, ich werde mal den Robin von der Pinwand entfernen. Oliver, gibst du mir den Monitor frei, bitte? Ja, ja. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich gebe euch jetzt meinen Bildschirm frei. Seht ihr meine Maus kreisen? Kurzes Feedback. Ja, sehen wir, sehen wir. Okay, perfekt. Ja, also. Ich kann mich nur ganz kurz verabschieden. Entschuldigung, danke, die Störung. Danke. Tschüss, Baba. Schönen Abend noch. Danke. Tschüss. Ciao, ich bin auch weg. Ja. Für euch. Servus. Servus, Robin. Ja, jetzt ist der Film fertig produziert, fertig geschnitten, alles ist fertig. Und jetzt würde man noch ein Titelbild für diesen Film benötigen oder für diesen YouTube-Index, dieses kleine Bildchen, dass man sagt, man hat dann auf YouTube noch diesen Thumbnail dafür. Und wie wir das jetzt erzeugen, das zeige ich euch jetzt. Ich möchte euch heute ganz ein modernes Design zeigen. Also als allererstes müssen wir mal das Format wählen. Nehmen wir an, wir haben jetzt einen Film in Full HD produziert. Das sind dann in der Breite 1920 Pixel und in der Höhe 1080. Mit der Auflösung von dem Film, den wir produziert haben, also Full HD. Was bedeutet das jetzt? Dieses Bild hier, wenn ich das dann ins Schnittprogramm reinziehe, passt dann ganz genau da in dieses Format hinein und ich muss es nicht mehr nachher skalieren, vergrößern oder verkleinern. Gut, das ist jetzt einmal der erste Schritt. Ja, dann suchen wir uns einmal ein Hintergrundbild. Ich nehme mal an, wir nehmen da diesen Wald, ziehen wir das Ganze da jetzt in dieses vorbereitete Dokument. Da kommen noch ein paar Abfragen von Photoshop und jetzt ist der Wald einmal drinnen. Natürlich riesengroß, weil der viel größere Auflösung hat und dann skalieren wir das Ganze ein bisschen kleiner, ungefähr so, und bestätigen das mit der Enter-Taste. So, jetzt haben wir mal das Hintergrundbild. Ja, dann können wir uns überlegen, da haben wir noch den Hauptdarsteller auf dieses Titelbild hinauf. Ja gut, der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin ist da, fotografiert, ja. Jetzt möchte ich natürlich diesen Wald als Hintergrund haben und nicht da diesen blauen Studio-Hintergrund. Na, jetzt muss ich als erstes einmal die Hauptdarstellerin von diesem Hintergrund aus freistellen. Das geht ja ganz flott in Photoshop mit Motiv auswählen. Lass mal ihm das noch Ganze berechnen. Jawohl, er hat einmal eine grobe Auswahl gefunden. Dann legen wir uns eine Maske an und schauen einmal, wie das da bei den Haaren ausschaut. Naja, bei den Haaren, da schimmert noch dieser blaue Hintergrund durch. Naja, wir haben die Maske aktiv, gehen jetzt ins Menü Auswahl und sagen einfach Auswahlen und Maskieren und werden jetzt einmal diese Maske optimieren. Da ist schon standardmäßig das zweite Werkzeug da ausgewählt. Das nennt sich Kante verbessern. Pinselwerkzeug, also das ist ein Pinsel. Wenn man jetzt da mit der gehaltenen linken Maustaste drüber streicht mit diesem Pinsel, erkennt er diese Kanten und optimiert somit die Maske. Jawohl, da müssen wir auch noch drüber.
Es ist ein bisschen ein rechenintensiver Prozess, aber deswegen mache ich das auch immer so in kleinen Portionen, nicht, dass man da Photoshop abstürzt während der Berechnung. Ja, und dann haben wir noch da was. Okay. Gut, ja, das hat er jetzt super gemacht. Dann ziehen wir uns einmal jetzt dieses Bild. Zuerst bestätigen wir mit okay. Jetzt ist die Hauptdarstellerin super freigestellt. Ah, ich sehe da noch was. Da ist noch eine Kleinigkeit. Dadurch, dass wir da jetzt eine Maske angelegt haben, sind wir ja sehr flexibel. Schwarzer Pinsel, 100% Deckkraft. Dann darf man das da vom Hintergrund auch noch wegnehmen aus der Maske. Ja, das ist ja, wenn ich mit einer Maske arbeite, bin ich ja da sehr flexibel, weil jetzt kann ich sagen, da ist mir jetzt ein Fehler passiert. Naja, nehme ich mal wieder den weißen Pinsel und korrigiere das Ganze wieder. Also das heißt, da bin ich halt sehr flexibel unterwegs. So, jetzt nehme ich den schwarzen Pinsel, dass ich da noch diesen Rand entferne. Jawohl. So, jetzt ist die Maske perfekt. Und jetzt ziehen wir mal diese Ebene mit gehaltener linker Maustaste und dem Verschieben-Werkzeug in unser Thumbnail-Projekt für YouTube. Bestätigt man das Ganze? Ja, jetzt ist sie natürlich wieder viel zu groß, die Schauspielerin. Naja, dann skalieren wir sie klein, dass sie da reinpasst. So, wir vergrößern das Ganze wieder. Schaut schon gut aus. Ich platziere die Dame mal daher. Ja, dass man da den Weg jetzt da hinten sieht, das gefällt mir nicht. Kann ich eh noch immer verschieben. Gehen wir da hinten mehr Wald hinein. Ja, gut. Ich gebe die Dame wieder Spur weiter nach rechts. Ja, das gefällt mir gut. Und ein bisschen kleiner mache ich sie noch. So ungefähr. Das gefällt mir jetzt gut. Jawohl. Ja, und was jetzt ganz modern ist, im Moment, wenn man so auf YouTube schaut, sieht man oft so Personen, die dann auf diesem Hintergrund freigestellt sind und die haben dann noch so einen weißen Rand, damit sie da noch besser auffallen und diese Emotion, die man halt da sieht, noch besser zur Geltung kommt. Naja, das kann ich jetzt da relativ einfach bewerkstelligen, weil ich habe ja da schon meine Maske und wenn ich jetzt da auf die Maske klicke und mit der gehaltenen Steuerungstaste oder für die Mac-User mit der gehaltenen Command-Taste und linke Maus drücke, dann habe ich wieder da die Auswahl, also diesen exakten Freisteller. Naja, jetzt kann ich da im Menü auswählen, diese Auswahl verändern und zum Beispiel erweitern. Erweitern, ja, und nehmen wir mal an, einmal um 15 Pixel. So, jetzt ist die Auswahl deutlich größer, jawohl. Jetzt lege ich mal einfach da unter diesen Freisteller von der Hauptdarstellerin eine leere Ebene und fülle jetzt diese Auswahl mit Weiß. Ah, das war jetzt schwarz. So, weiß. Und schon habe ich diesen schönen, coolen, weißen Rand im Hintergrund, der jetzt so in ist auf YouTube, wenn man sich diese Thumbnails anschaut. Schaut mal, ich blende jetzt nur die Hauptdarstellerin aus. Das ist jetzt einfach da, diese weiße Fläche mit derselben Auswahl, nur ein bisschen größer. Ja gut, jetzt brauchen wir noch einen Titel. Naja, nehmen wir mal Fotocafé, da haben wir ja so ein schönes Logo und ziehen wir uns jetzt einmal dann diesen Titel hinein. Bestätigen wieder, ja, ist noch immer eine Spur zu groß. Naja, wie vorhin wieder, machen wir das Ganze kleiner. Ja, ist noch immer eine Spur zu groß. So. Jetzt passt es sehr gut. Ja, gut. Ja, jetzt ist mir natürlich dieses Weiß viel zu groß. Naja, dann werden wir das Ganze ein bisschen beschneiden. Ich mache jetzt da auf dem Logo eine Auswahl und sage mal da unten. Ja, und da oben muss ich es auch noch ein bisschen größer machen, dass das Logo vollständig drauf ist. Da kann ich noch eine Spur größer machen. So, dass man es besser sieht, dass der gleiche Abstand auch wie unten ist. Genau, so gefällt es mir. Leg mir eine Maske an. Jawohl, das finde ich, schaut schon gut aus. Ja, aber jetzt sage ich, das mit dem weißen Hintergrund und diesem Balkenformat gefällt mir gut, aber dass ich jetzt da diese Schrift in einer anderen Farbe habe und Fotocafé, ich hätte es jetzt gern
als Loch. Das heißt, nur diesen weißen Balken und dann schimmert halt im Hintergrund durch die Schrift der Wald und durch das Logo. Naja, das löst man am einfachsten im Ebenen-Stil-Modus. Schaut ihr, die Ebene, Fotocafé, das ist das Logo, ich beschrifte es gleich einmal, klicke jetzt da auf diesem grauen Balken zweimal an und dann erscheint der Ebenen-Stil-Dialog. Und da gibt es zwei interessante Regeln. Und zwar, da steht diese Ebene, und jetzt kann ich auf dieser Ebene, das ist ja da dieses Logo, entweder weiß ausblenden, naja, das will ich nicht, ich will ja gerade das Gegenteil, ich will die Schrift und das Logo ausblenden, damit der Hintergrund durchschimmert. Ja, dann muss ich einfach die Tiefen beschneiden, ja, schaut her, jetzt ist schon mal die dunkle Schrift weg, jetzt das Orange ist noch ein bisschen heller, na, dann, und schon schimmert der Hintergrund wunderschön durch. Ja, gefällt mir gut. Naja, heute haben wir Fotocafé Nummer 24. Dann werden wir uns jetzt noch einen Text einblenden. Nehmen wir mal das Textwerkzeug, ziehen wir uns dann einen Rahmen auf und sagen halt Nummer 24. Ja, und das hätte ich auch gern in weiß. Also das heißt, ich muss jetzt da nur weiß wählen. Okay. Dann mache ich mir das jetzt nur eine Spur kleiner, das Textfeld, bestätige. Ja, jetzt ist natürlich die Schrift zu klein, aber das kann ich jetzt mit dem Transformieren-Werkzeug größer machen. Jawohl, gefällt mir gut. Die Schrift an sich passt jetzt wenig zu diesem Geschwungenen. Die möchte ich jetzt noch einmal anpassen und ändern. Ich markiere das wie in einem Textverarbeitungsprogramm und suche mir einfach da eine coolere Schrift aus. Ich nehme mal die Apsi-Schrift. Jawohl, gefällt mir gut. So, und wenn wir das Ganze noch ein bisschen dynamischer machen, schräg und sagen, klicken das da dazu. Ich würde sogar da so ein bisschen, jawohl. Ja, das gefällt mir gut. Wichtig, wenn ihr für YouTube Thumbnail macht, schaut, dass diese rechte untere Ecke eher neutral bleibt. Weil hier blendet YouTube dann die Zeit ein, wie lang dieser Film dann dauert. Also das heißt, da würde ich halt dann eher nur neutrale Gegenstände platzieren, ja, und das passt in dem Fall eh. Ja, und weil es ja heute ums Filmen gegangen ist, dann werden wir halt noch irgendein so ein Logo oder eine Grafik einblenden und da bietet sich halt die Filmklappe dazu an. Die ziehen wir jetzt auch noch schnell in dieses Thumbnail-Projekt. Machen wir das Ganze ein bisschen kleiner, machen wir es auch ein bisschen schräg, dass das Ganze ein bisschen dynamischer wirkt, jawohl. Kann man ruhig anschneiden. Ja, genau, gefällt mir gut. Jetzt habe ich natürlich wieder da diesen schwarzen Hintergrund. Kein Problem, haben wir ja schon vorher gesehen, wie das funktioniert. Einfach da wieder auf das graue Feld doppelklicken. Ebenenstil-Dialog geht auf. Und jetzt blenden wir uns einfach da wieder das Schwarze aus. Ja, die Filmklappe ist da. Fertig. Ja, und jetzt muss ich das Ganze nur mehr speichern. Zum Beispiel im Format JPEG und dann kann ich das noch beschriften mit Thumbnail Nail und das wäre jetzt, ich speichere es da jetzt gleich in den Ordner hinein und jetzt habe ich ein Titelbild oder diesen Thumbnail für meinen fertigen Film produziert und das ist dann genau dieses Bild, was man dann vorne auch sieht und das sollte auch immer sehr attraktiv gestaltet sein, weil dann ist die Lust natürlich groß, auf YouTube auf diesen Film zu klicken. Ja, das wäre es jetzt von meiner Seite und ich schalte wieder zurück zu Karl ins Studio und ich schätze mal, Karl, du wirst diesen Thumbnail dann gleich verwenden für die Aufzeichnung der. Ja, wenn du mir den schickst, kann ich den gleich einbauen. Ja, sehr gut. Gut, dann schönen Abend noch. Ja, so Oliver, mal vielen Dank. Und für unsere ganzen Photoshop-Freunde, es gibt wieder Übungsstunden am 26. Jänner, am 11. Februar und am 24. Februar. Es wird auch noch einen zweiten Teil vom Oliver geben. Bitte einfach auf die Webseite schauen. Da werden wir dann auch diese ganzen Termine veröffentlichen. Für die Nummer 25 haben wir uns ganz was Besonderes einfallen lassen. Und zwar, das Thema ist Ethik in der Bildbearbeitung. Was kann, darf und soll der Fotograf
bearbeiten. Das wird eine interessante Diskussion sein. Dazu haben wir den Franz Weingartner eingeladen, der Weinfranz, dann die Eva Marini, der Michael Horschenek, der Wolfgang Röss und selbstverständlich auch der Oliver, der ja unser Photoshop-Profi ist. Wir werden uns da einen interessanten Modus überlegen, wie wir das machen. Wenn ihr vorab schon mal Ideen habt und Anregungen, die uns bitte schreiben. Und ich habe jetzt schon in den Chat, kopiere jetzt einmal einen Link rein. Und da könnt ihr dann auch, wenn ihr möchtet, schon Bilder hineinstellen. Bis dahin gelungene Photoshop-Bilder, weniger gelungene, was immer euch zu diesem Thema einfällt. Und ich denke, es wird eine ganz spannende Sendung werden. Ich sage mal, vielen Dank fürs Dabeisein. Es gibt auch eine Aufzeichnung, wird in den nächsten Tagen dann online sein auf unserer YouTube-Seite. Vielen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Danke. Ciao.